Herzlich willkommen auf der Rückbank deines Schulbusses. Besenwagengewerkschaft streikt nicht. Abfahrt pünktlich. Deine Haltestelle verschwindet langsam in der Heckscheibe. Und wo es hingeht, wissen wir alle. Erst nach Antwerpen und von da aus nach Odenade. Das dann aber nicht in der geraden Linie. Das wertvollste Wissen ist, wann und wo geht's rechts oder links? Wann und wie lange senkrecht bergauf und wann ist neben dem Pflaster noch ein Streifen Gras, der befahrbar ist. Aber keine Sorge, hier im Besenwagen weiß man Bescheid. Wir kommen auf jeden Fall alle ins Ziel. Mir ist übrigens noch ein neuer Slogan eingefallen. Besenwagen, bei uns sitzen Sie in der letzten Reihe. Hier ist Ihr Besenwagen Klaus Weselski. Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss. Und meiner Andi Stauf. Bevor wir gleich zu diesen privaten Sachen kommen, eine Sache noch. Jedes Mal, wenn ich höre Antwerpen im Zusammenhang mit Radrennen, passt für mich nicht zusammen. Antwerpen ist für mich nicht, ich weiß, ist Belgien, aber für mich ist das nicht Radsport. Aus irgendwelchen Gründen verbinde ich das nicht mit Radsport, schon gar nicht mit Klassikern. Okay, das war's. Also du machst Stimmung gegen Antwerpen als Startort der Flandern-Rundfahrt? Ja, es passt. Also das, Open Petition, jetzt! Ich kann da in meinem Kopf keine... Das ist absoluter Quatsch, Paul. Ich kann da für mich... Ja, aber ich kann auch mein... In deinem Universum ist Antwerpen vielleicht nie vorgekommen, aber die Weltmeisterschaft der Sprinter findet schon immer in Antwerpen statt. Ja, das weiß ich doch. Nämlich der Scheldepreis. Andi, das weiß ich doch. Aber für mich, ich sag's doch gerade, für mich, nicht für dich, für die HörerInnen da draußen, sondern für mich passt das nicht zusammen, aus irgendwelchen Gründen. Ich kann dir nicht sagen, warum. Es sieht jetzt mal komisch. Weißt du, was für mich da nicht reinpasst? Italien. Italien? Ich bin nur ein Rennen in Italien gefahren. Hä? Was ist mit Italien? Zwei, glaube ich. Aber es hat lange gedauert. Hä? Ja, für mich hat Italien und Fahrradfahren auch nichts miteinander zu tun. Für mich ist Italien... Was? Aperol, Spritz, bisschen frittierte Meeresfrüchte. Du fährst auf einem... Focaccia. Du fährst auf einem italienischen Kaisermaterial durch die Gegend. Ja. Also ich meine, ich finde... Die bauen Fahrräder aber, dass man da Fahrrad fährt. Wo denn? Es ist überall viel zu viel Verkehr. Ja, vor der Zeit mit dem Verkehr. Schlechte Straßen. Vor der Zeit mit dem Verkehr. Da waren die Straßen noch gut. Stimmt, ja. Bis zu den 80ern ging das eigentlich noch mit den Autos, ne? Ja, das wissen wir alle nicht. bis zu den 2000ern vielleicht auch noch. Ja. Oh Gott. Ja. Cool. Ja. Ja. Andi, du bist ein bisschen in Schwulitäten gekommen, habe ich gehört. Ja, ich hab's letzte Woche dann doch nochmal aufs Rad geschafft, so kurz bevor ich nach Belgien abgereist bin. Und das war wieder so typisch, ah ja, komm, hast noch Zeit, also ich bin nachmittags losgefahren, dann lief es ganz okay, ja komm, da fährst noch lang und was passiert natürlich? Platten. Nice. Ja, und ich bin wieder ins Dunkle gekommen. Zum Glück, muss ich sagen, hatte ich diesmal ja mein Rücklicht dran, das habe ich jetzt seit Gran Guanche eigentlich immer dabei. Aber ich habe mich gefragt, warum habe ich nicht vorne unter meiner exorbitant teuren Fahrradcomputerhalterung, wo diese Anrichtung ja dran ist, nicht immer auch ein Vorderradlicht dran. Also hast du jetzt? Seitdem. Jetzt habe ich es wieder dran montiert. Ja, und da wollte ich eigentlich mal sagen, könnten wir uns ja mal mit dranhängen. Marcel Kittel macht da ja schon länger für Werbung. Einfach Beleuchtung am Rennrad so mitzunehmen. Und dann würde ich sagen, machen wir das jetzt mal. Und zwar, schadet ja nicht, ne? Also so ein kleines schadet Licht. Nicht, nee. Kleines Licht hinten dran stört keinen. Wir wissen ja von Paul, dass er das schon jetzt seit Ewigkeiten auch im Straßenverkehr immer dran hat. Wie gesagt, ich bin jetzt auch Fan davon, von diesem kleinen Licht mit Bremslicht, das finde ich überragend. Ja. In der Stadt kriege ich regelmäßig irgendwelche Leute halten neben mir an und fragen mich, was mit meiner Lampe los ist. Und die können in dem Moment das nicht in Zusammenhang stellen, dass wenn man quasi bremst Richtung Ampel, dass das Licht dann heller wird. und fragen immer, was das ist. Aber im Auto stellst du dir die Frage ja nicht, ne? Wackelkontakt. Ja, genau. Jedes Mal, wenn du bremst, komisch. Ja. Es gibt ja, es gibt ja so ein paar Sachen, die man irgendwie lernt im Leben, wenn man älter wird. Selbst ich noch. Und das war mit Routen fahren. Das habe ich nie gemacht. Das habe ich gelernt, seit ich mit
Wilma regelmäßig fahre, mache ich Routen vorher, dass die Bescheid weiß, wo es lang geht. Dann einen Schlauch ans Fahrrad. Ich bin noch nicht bei Satteltasche angekommen, aber ein Schlauch ist jetzt schon dran. Und jetzt Licht. Aber das habe ich auch wirklich erst, seit wir Grand Guanche gefahren sind. Seit dieses A, kleine Rücklicht und B, auch relativ leichte Vorderlicht an meinem Fahrrad dran war. Ist schon geil, im Winter vor allem. Aber Andi, du hast es eben schon gesagt, nächste Woche Uhrzeitumstellung. Geiler, aber auch nochmal gefährlich, weil man doch dann ein bisschen übermotiviert direkt ist. Genau, man denkt immer so, okay, jetzt hast du eine Stunde mehr, aber es wird trotzdem noch früh dunkel. Und deswegen auch hier so ein bisschen Awareness einfach. Nehmt euch doch trotzdem noch Licht mit, auch wenn es jetzt wieder tendenziell heller wird. Aber gerade die Übergangszeit und auch sonst ganzjährig kann man auf jeden Fall gut so ein Bremslicht fahren. Ja, danke nochmal an Sigma. Brutale Ausrüstung. Ja. Und macht einen ein bisschen sicherer als vorher. Also, ne, eine Sache noch rausstellen. Immer fahren. Vor allem Rücklicht. Also auch am Tag. Das ist echt, das macht echt einen Unterschied. Man wird viel besser gesehen und ich habe das Thema hier schon mal im Podcast angeschnitten oder mehrmals. Und ich finde das, also kann ich nicht mehr fahren. Ich bin heute Gravelrad gefahren, selbst da habe ich es dann dran für die Stücke, die man auf der Straße fällt. Also haut euch so ein Ding ran. Mittlerweile sind die so klein und leicht. Wir Batterie Älteren. Batterie hält auch ewig. Von daher, ja. Wir Älteren haben irgendwann gelernt, mit dem Helm zu fahren und können auch nicht mehr ohne. Jetzt kann man auch lernen, mit dem Licht zu fahren. Soweit ist schon. Ja, vor allem, du kannst ja auch super geil heutzutage integrieren. Also wie gesagt, so vorne mittig, so eine Lampe unterm Sieht halt auch unterm, gut aus. Radcomputer oder so. Musst du jetzt nicht an den Lenker dran packen oben. Ja. Aber selbst das geht, finde ich, klar. Wenn du, ja, es gibt auch viele Leute, die haben halt auch keine Möglichkeit, tagsüber zu fahren. Ich weiß auch, früher bin ich, so bevor ich Profi wurde, bin ich immer auch im Dunkeln teilweise gefahren. Ja, das sah damals noch nicht so cool aus, wie man es heute machen kann. Und wer da sein Setup mal teilen möchte, kann das auch gerne mal mit dem Hashtag RideSafe auf Instagram oder so posten und dann uns mit verlinken und dann können wir das so reposten. Dann können wir mal gucken, was man da so machen kann. Was ich definitiv nicht mit Hashtag RideSafe teilen werde, sondern vielleicht mit Don't Do This At Home, ist eine Story, die ich jetzt vielleicht nochmal erzählen kann, wie man es nicht machen sollte. Habe ich einmal zu lange gearbeitet in Bergstadtbach in der Physio, habe noch irgendwie Patienten dran gehängt und dann irgendwie gemerkt, ich habe kein Licht. Das war auch ein Fehler irgendwie. Ich hatte das Licht irgendwie vergessen oder so. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe mein iPhone mit Klebeband, mit Taschenlampe vorne an Lenker so gemacht, dass ich wenigstens irgendwie zu sehen war. Habe ich auch schon, Also einfach mit iPhone beleuchtet. Gehalten in der Hand. Gefahren, ja, die ganze Zeit gefahren. Bestimmt so 10 Kilometer. Ich habe wenigstens mit Klebeband gemacht. Aber mir ist auch mal was richtig Krasses passiert. Ich war im Trainingslager, ich habe mir das Schlüsselbein gebrochen, beim ersten Rennen auf Mallorca. Und ja, okay, ich hatte relativ strengen Zeitplan, bis ich wieder zurück ins Rennen geschehen sollte. Eigentlich zu knapp auch. Und dann dachte ich, okay, was könnte ich jetzt am besten machen? Ich mache ein Höhentrainingslager. Und ich habe Höhentrainingslager gemacht in Südtirol. Da gibt es so ein Gletscherhotel, das liegt auf über 3000 Meter. Und du kannst dementsprechend oben kein Rad fahren. Du musst halt immer mit der Gondel runter und kannst dann unten im Tal so Richtung Meran ganz gut Rad fahren. Und dann bin ich da so eine Runde gefahren. Und es ist bestimmt auch schon mal anderen Leuten passiert, aber so Italien im März ungefähr hat jetzt nicht immer die ganze Zeit Beleuchtung in den Tunneln. Und ich bin echt so eine Abfahrt runter, fahre eine Rechtskurve, fahre in den Tunnel rein und es war einfach stockdunkel von jetzt auf gleich. Ja, also so, ich habe gar nichts mehr gesehen. Hast ja so 60, 70 km/h, schätze ich mal, gehabt. Und ich wusste einfach nicht mehr, wo vorne, hinten, oben und unten ist. Also ich habe einfach nur noch gebremst und gehofft, dass ich nicht in irgendeine Wand reinfahre, weil du wusstest ja auch gar nicht, macht der Tunnel jetzt noch eine Kurve oder so? Und ich bin halt zum Stehen gekommen, stand mitten im Dunkeln. Also ich dachte auch so, oh Gott, wenn jetzt ein Auto kommt, auch wieder Handylicht rausgeholt, zurückgelaufen, erstmal aus dem Tunnel raus und zu gucken, okay, wo bin ich jetzt hier überhaupt? Hab dann geschaut, wie lang ist der Tunnel und bin dann auch auf der entgegenüberliegenden Seite, also auf der linken Straßenseite quasi, mit dem Handy voraus durch den Tunnel gegangen, damit mich halt Autos sehen können und so, ne? Ist auch, ja,
Also ich glaube, also das war so die Situation, da hatte ich am meisten Angst auf dem Fahrrad. Weil ich dachte jetzt, okay, du fährst jetzt irgendwo in eine Wand rein oder so, voll mit 50 km/h. Ich glaube, das habe ich so, ich habe das Dominik Nerz Buch ja gelesen und da hat er nicht einen seiner krassen Stürze so in so einem Tunnel gehabt. Ich meine so diese Stelle noch zu erinnern, das ist auch so, dass sie im Rennen mit Renngeschwindigkeit bergab in so einen Tunnel reinfahren und keiner sieht mehr was. Ich glaube, es war bei Dauphiné oder nee, war es Dauphiné? Tunnel bei Radrennen machen auch immer besonders viel Spaß. Ja, richtiger Spaß. Ja. Ja, ey, letzte Folge, ich weiß noch, und ich war auch so verwundert, weil Andi, du hast gelacht, als ich meinte, die waren alle blau oben am Poggio. Und irgendwie ist das bei mir, klar, es gibt so Radfahrerbegriffe, ne? Ich wollte schon sagen, so politisch inkorrekt und so weiter. Früher hat man gesagt, man ist schwarz. Da irgendwann, nee, zumindest grau. Bei uns. War schon bei immer grau. Nee, bei uns war es schon immer schwarz. Nee, bei uns war es auch immer grau. Bei uns war es immer schwarz, aber grau kannte ich schon auch. Ey, seid ihr auch Rassisten, da wo ihr herkommt? Ja, genau, in Bayern hat man halt schwarz gesagt. aber es gibt scheinbar Sportarten und es war für mich auch irgendwie völlig normal, wo man blau sagt. Und mir hat nämlich ein Skilangläufer geschrieben und meinte so, ja, er hat gemerkt, dass Andi das auch komisch fand, aber bei denen ist es normal, blau zu sagen. Und ich weiß gar nicht, von wem ich das hatte, ob das die Mountainbiker sagen, mit denen ich mittlerweile zu tun habe, aber es ist auf jeden Fall auch so ein Ausdruck für dasselbe. Und in verschiedenen Sportarten, also wenn du hier zuhörst und du bist Dartspieler oder so, was sagt man bei euch? Auch blau, ne? Keine Ahnung. Ja, vielleicht gibt es noch ein paar andere Farben, weiß ich nicht. Ja, vielleicht ist man irgendwo grün, gelb oder orange. Meldet euch mal, wenn ihr auch so, oder schreibt uns ruhig mal irgendwo unter die Folge vielleicht, unter den Post, welche Begriffe für man guckt über Kreuz gibt es noch. Da gibt es nämlich einige, glaube ich. Ja, und? Ja, müsste keine Farben sein, ne? Ja, also ich genau. Würde auch jetzt, grau kam auch wirklich so aus dem Radsport. Ich hätte vorher, also hier so Kölner Umgebung würde man eher sagen, ich bin breit. Ja. Das, ja. Ich wollte mir 36er Lenker kaufen die Woche. Das ist schwierig auf jeden Fall. Immer noch. Ich bin gespannt, ob irgendwann der Backlash von der Industrie kommt, so wie Corona-Lieferrückstände. Und in ein oder zwei Jahren gibt es sau viele 36er Lenker, aber es sind auf jeden Fall echt von den Modellen, die gut sind, und man wird ja öfters mal gefragt, oder ich werde zumindest öfter mal gefragt, sind echt so gut wie alle ausverkauft. Und die sehr hochpreisigen, die kann man auch nur über südostasiatische Seiten kaufen. Das ist crazy. Ja, das Problem habe ich nicht. Ja. Ich glaube, 36 brauche ich in meinem Leben nicht mehr. Ich hatte heute die, ich habe euch ein Foto geschickt. Sehr gut, war einer mit Besenwagenaufkleber auf seiner Trinkflasche da, aber den U19-Kader von NRW zu Gast. Da habe ich mal so eine Umfrage gemacht, was sie für einen Lenker entweder fahren oder gerne hätten. Und das waren, die fahren maximal 36 wahrscheinlich. Ja, so ungefähr. Also von, ich glaube, 13 waren da, sind noch zwei in 38er gefahren und 11 in 36er. Also ernsthaft? Industrie. Da geht's hin, Freunde der Sonne, in 3 Jahren. Das wird Standard. Aber die Kinder von heute sind ja auch alle so schmal, oder? Die haben alle. Hey, das waren schon relativ normale Kinder. Echt? Also denen du gezeigt hast. Einer war sogar richtige Maschine. Okay. Aber ich finde 36 ist schon schmal, ne? Wenn du dann noch reindrehst. Ja, aber du bist auch vorbelastet. Ja, aber ich fahre jetzt schon seit 10 Jahren 38 oder so. Also ja, aber nicht 36. Du bist auch sofort dran gewöhnt. Also der muss unten breiter sein, haben auch alle gesagt. Alle Kinder haben auch gesagt, sorry, alle dass Kinder. Ich euch Kinder nenne. Ist nur ein Witz. Aber ihr seid nicht halb so alt wie ich. Also. alle haben gesagt, 36, aber mit Flair. Definitiv mit Flair. Also unten 38 bis 40, so ungefähr. Ja. Ja, ich will hier nicht für alle unterschreiben, aber ja, niemals, 40 braucht man nicht niemals mehr. Für alle. Quatsch. Ne? Also man kann nichts dergleichen, was Fitting angeht, kann man über einen Kamm scheren. Aber also bei mir nee. Sieht es absolut katastrophal ja. aus, wenn ich einen 36er Lenker fahren ja, würde. Ja, okay. Das kommt direkt so Bahnsprinter-mäßig rüber. Mhm. Die fahren ja halt auch so einen kleinen Lenker, aber die fahren halt nur 2 Runden. Da kriegt man das auch noch auf so Bahnsprinter-Seiten.
Aber echt, wie Goldpreis, echt. Ich habe 3 Exemplare habe ich ergattert und direkt halt auch für Kumpels noch, die haben dann direkt gefragt, ey, wenn du welche kriegst, ich brauche auch. Hast du das geholt? Nimm die. Es gab nur, ich habe ja explizit nach Pro Vibe Aero Pursuit gefragt, weil das halt einer ist, der vom Preis okay ist und wo die Form echt insgesamt gut ist, nicht nur die Breite. Weil ich kenne einen Fahrer, der hat vor ein paar Jahren diesen Pock Zeitverhelm überall aufgekauft, weil man könnte nochmal richtig was rausholen. Der könnte nochmal richtig Kohle wert werden. Ja, verrückt. Kann ich mal nachfragen, ob er die mittlerweile mit Gewinn veräußert hat oder jetzt zu Hause einfach 10 so Dinger im Schrank liegen hat. Nice. Habt ihr noch was erzählen aus eurem Leben? Ein Schwank aus dem Leben? Nee, nicht so viel. Schwank aus dem Leben. Ich bin auch gerade so, wir brauchen noch so ein paar Teile, ne? Radsportartikel. Ja, ich bin auch gut am Shoppen gewesen die Woche, muss ich sagen. Was geht eigentlich in den Rezensionen von den großen Online-Shops ab? Also das ist so, ich finde das, nichts spiegelt die Spaltung in der Gesellschaft besser wider als diese Kommentare, weil es gibt entweder nur einen Stern oder 5. Also es gibt kaum jemand, der irgendwie was dazwischen macht. Es ist so krass, vor allem du kennst ja die Produkte teilweise und du weißt, okay, dem würde ich jetzt 5 Sterne geben und wie jemand drauf kommt, einen Stern zu geben, ist so völlig an den Haaren herbeigezogen, aber gut. Ich habe das bei Trinkflaschen gehabt. Ich habe jetzt von einem Hersteller ein paar Sachen geschickt bekommen, um so zu testen, weil ich immer noch das Problem habe, dass die Flaschen rausfallen, wenn es richtig ruppig wird. Und habe ich mich, vorher wollte ich die Sachen kaufen, informiert, was die Leute dazu sagen, wie du gerade schon sagst. Die einen haben wirklich 5 Sterne gegeben und die anderen das schlechteste Produkt, was jemals hergestellt wurde. Und ich habe es heute selber getestet. Es ist auf jeden Fall besser als alles andere, was ich bis jetzt hatte. Weißt du? Ja, und du. Da denke ich mir halt so, Alter, das... Geschmäcker sind unterschiedlich. Ja. Vielleicht haben die es auch für einen anderen Zweck bestellt. Aber es gibt ja auch Produkte, die kannst du in einem bestimmten Weg nutzen. Normalerweise. Ja. Also das heißt, auch jeder nutzt das Produkt dann gleich. Das heißt, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Da gibt es eigentlich auch nichts dazwischen. Und Ich habe mir das noch nicht angeschaut, Andi. Du bist jetzt dafür der Experte bei uns und zuständig. Aber es erinnert mich so ein bisschen an Kommentare und Bewertungen von Podcasts. Also nicht nur bei uns, aber bei uns ist es genauso. Aber ich habe auch, manchmal gucke ich unter den Podcasts, die ich so höre, in die Kommentare rein oder unter neue Podcasts, die ich so finde. Und das ist halt auch witzig so. Es ist eigentlich ja meistens, ist es also in letzter Zeit und auch bei uns, ein Stern, es wird gegendert. Ja. Scheiß, gendern, hört auf mit dem Scheiß, kannst du nicht anhören, Stern. Stand jetzt echt mal um uns runter. Ja, Logo, mehrmals bestimmt. Und Werbung. Okay. Gendern und Werbung, ein Stern, ciao, fickt euch. Und, und das steht aber auch bei anderen Podcasts. Oder die Leute haben halt wirklich reingehört und es ist halt seltenst, dass dann irgendwie was Schlechtes kommt. Ja, gut. Aber Leute, die negativ... Vielleicht ab 2025 dann auch deutschlandweit verboten. Leute, ne? Die negativ, ja. Genau, richtig. Stimmt, ja. Leute, die negativ im Internet bewerten oder kommentieren. Dann melden wir unseren Podcast in Luxemburg an. Ja. Verändern wir so ein bisschen unsere Sprache. Ja. Also ihr seid... Dann können wir das in Luxemburg aufnehmen. Wie jedes halbe Jahr, wir machen das nicht so oft, aber ihr seid auch herzlich dazu eingeladen, positiv zu kommentieren und zu bewerten. Das ist, glaube ich, sogar wichtig für den Algorithmus. Ja. Mit dem Folgen und sowas. Und, ja. Weiß ich nicht. Also wer Zeit hat und gerade irgendwie im Zug sitzt oder so, lasst mal ein Like da. Auch wenn ihr uns nicht mögt. Auch wenn ihr es komplett scheiße findet, was wir hier machen. Aber egal. Peter Ochsenberg Hansen. Wir haben wieder ein richtig geiler Name im Radsport, dachte ich mir. Hä? Ochsenberg. Hast du noch nicht gehört? Nee. Jetzt Paul, du hast keine Ahnung, wer das ist. Jetzt rate mal die Geschichte dahinter. Wo könnte Peter Ochsenberg Hansen herkommen? Ja, also erstmal Dänemark und wahrscheinlich. Richtig? Ein U19-Fahrer oder gerade aus dem Neuen. Ah, doch, ich weiß wer. Ich weiß, wer das. Es war schon alles richtig bis dahin. Der U19-Fahrer, der so gefühlt erst vor 3 Wochen seine Stützräder abgebaut hat und jetzt direkt Col de Ratz den Rekord gefahren hat. Ja. Ey, ganz ehrlich, wo holen die diese Kinder her? Das sind ja wirklich noch Kinder. Moment mal, Paul. Die machen das ja
jetzt schon seit geraumer Zeit. Also der fährt beim Team Coloquick, dänisches, wo jeder herkam, kann man sagen, mal Development-Team. Der ist jetzt aber auch erst gerade da unter Vertrag genommen worden. Ja. Lass mich ausreden. Die fahren immer jetzt um die Jahreszeit zum Trainingslager, eben da in die Region Kalpe und so weiter, und fahren diesen KOM als Mannschaft. Ja, ich weiß das alles. Also Ausscheidungsfahren quasi. Ich weiß das alles, aber das Gleiche hat Winigar da gemacht. Und wer noch? Auch der letztes Jahr Albert Witten. Genau. Also Philipsen, der Weltmeister der Junioren, danach auch geworden ist. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass er da jetzt schneller. Ja, aber die haben den gerade wie als Paul. Ayuso, sondern die fahren es halt als Mannschaft. Wie Paul sagt, haben die den gerade erst in der Schule am Kiosk beim Hausmeister eingesammelt, wo der sich eigentlich noch. Das war meine Kernaussage. Huba Bubba kaufen wollte und ein Croissant und jetzt. Ja. Ja, also. Zumindest mal bei Vingegaard hat sich herausgestellt, dass er dann wirklich ganz gut bergauf fahren kann. Mal sehen, wie es jetzt bei dem Jungen ist. Vielleicht hat er nur ein starkes Team an dem Tag gehabt. Ja, aber wer weiß gut, muss er halt auch. Das jetzt, auch ganz kurz, aber die UAE fährt, glaube ich, auch mal als Team hoch. Die machen da auch mal ihr Radrennen da hoch. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob da Ayuso den KOM da auch in Mannschaftszeitfahren geholt hat. Ich würde jetzt schon mal noch sagen, dass UAE dann auch noch schneller wäre als Team Coloquick. Ja. Nee, haben wir doch bei Cipressa gesehen. Das funktioniert nicht. Genau. Nein, aber jetzt mal, aber ja, okay. Nichtsdestotrotz ist das eine krasse Leistung. Also ich glaube, keiner von uns beiden wäre da so schnell hochgefahren in Topform, selbst mit Mannschaft. Also ja schon, aber halt als Teil der Mannschaft, aber nicht als Erster da oben angekommen auf jeden Fall. Ja, du vielleicht schon, Paul. Nee, das glaube ich wirklich nicht. Also, da bin ich mir ziemlich sicher. Krasser Typ. Ja, kann sein. Wir werden es sehen. Ochsenberg. Ich bin halt nicht so, also ich finde es nicht so geil, dass, oder was heißt nicht so geil? Es ist nicht immer, es tut so einem Juniorenfahrer nicht immer gut. So jetzt Aufmerksamkeit. So, genau. Okay, eine Frage. Habt ihr ihn schon unter Vertrag genommen? Ja. Nee. Habt ihr ihn schon kontaktiert? Nee. Das ist ja immer, da muss man ja mittlerweile echt, ey, also sobald er irgendwie über Strava was hochgeladen wird, kriegt er an, die irgendwie so eine Benachrichtigung von allen Fahrern, die jünger sind als 19 oder so und dann. Klar, ich hab mir von Fabian so ein Tool bauen lassen. Da werden alle Strava-Daten direkt am Alter angepasst, ausgewertet und dann klingelt mein Telefon. Richtig, und dann kriegst du gleich mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer, dann wird er angerufen. Ist schon so Durchwahl auch direkt, ja. Das ist KI, dafür ist KI da. Dafür, für sowas wurde das gemacht. Die kriegen auch direkt einfach eine Nachricht auf WhatsApp. Ja. Von so einer vorgeschriebenen Nachricht von Andi. Mit einem Vertrag. Genau. mit so einem Sticker auch von Andi, mit einem Daumen hoch so grinsend. Ja. ja. So gut. Ja, ey, deutsche Nachwuchsfahrer, leider knackt keiner, kommen von Kolde irgendwas. Aber Tim Teutenberg, ja? Windkant können sie. Olympias Tour gewonnen. Ich habe ihm noch geschrieben in der Woche, so, was ist los bei dir eigentlich? Ist Profirennen oder jetzt hier im Profiteam ist einfacher als Amateurrennen oder was? Wäre es besser als vorher? Und hat er sich aber noch so ein bisschen abgenervt, dass er noch keinen Sieg hat. Aber ich meine, er hat jetzt einen GC-Sieg. Ja. Das war aber auch erst nachher. Also Olympias Tour ist schon, also es ist schon ein geiles Rennen, eine Palmares zu haben. Das war früher, also ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber bist du auch noch gefahren, als 8 Tage war? 7 oder 8 Tage? Ich glaube, ich bin da noch nie gefahren. Ich habe früher mal gedacht, es wäre in Griechenland. Ja, naheliegend eigentlich auch, ne? Auf jeden Fall unglaublich brutales Rennen und ich denke, dass immer noch so ist. Also früher musste man sich da auf jeden Fall immer auf Stürz, also du einfach immer, ist immer noch so, einen guten Verbandskast mit dabei haben. Und ein Kontakt und auf der Kurzdurchwahl ein Arzt. Und Notfallkontakt. Drei Ersatzräder pro Mann. Ist vor allem so schwer zu gewinnen, weil du hast nur eine 70% Chance anzukommen, würde ich sagen. Also ich glaube, 30% der Fahrer fliegen halt irgendwann raus wegen Sturz, Defekt. Ist halt immer sehr verwinkelt, kleine Straßen, Windkante, schlechtes Wetter. Man kennt es, Frühjahrsrennen in Holland. Und es ist halt sehr umkämpft, weil, wie du schon sagst, schon ein sehr prestigereiches Rennen für den Nachwuchsbereich, würde man sagen, kann ich jetzt mal, oder vielleicht auch im Amateurbereich kann man das jetzt schon
eher sagen. Und ja, also umso beeindruckender, dass Tim Thorn da am Ende ganz oben steht. Hat ja nicht nur das GC gewonnen, sondern auch die Nachwuchswertung. Die Punktewertung und die Nachwuchswertung. Und vielleicht noch irgendwas, keine Ahnung. Aber ich finde witzig, dass bei dem Rennen die Nachwuchswertung bis ins vierte Jahr geht. Ja, eben. Es ist ja kein reines U23-Rennen mehr, deswegen war es auch vielleicht noch nie, ich weiß es gar nicht. Also es ist eher so eine Amateurrundfahrt. Das war schon immer 2.2-Start. Joshua Huppert zu mitfahren. Ja. Ja, ist ein 2.2-Rennen, jetzt schon seit geraumer Zeit. Der war wahrscheinlich der graue Wolf da im Feld. Ja, kann man auch mal die Seniorenwertung einführen, wie wir schon oft gefordert haben. Nee, da fahren auch noch ein paar Ältere mit. Also hier Kohn Fermelfort, der ist, glaube ich, mein Jahrgang. Der fährt immer noch bei irgendeinem KT-Team. Und der ist auch richtig gut. Ja. Ja, wollte ich auf jeden Fall mal appreciaten. Ja, Glückwunsch. Tim Thorn. Stabil. Apropos graue Wolfwertung, die Startliste der Bundesliga ist raus. Der Radbundesliga. Paul Voss, graue Wolfwertung oder was? Ja, aber ich bin nicht alleine als 86er, sind noch ein paar andere. Also die 86er-Wertung, die könntest du knacken. Ja, aber was haben die für eine Ausrede, sich da an den Start zu stellen, außer, dass sie noch Gravel-Profi sind und trainieren müssen? Ja, Freizeit. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich habe dann geguckt bei den anderen Einzelstartern. Man ist da halt dann immer schon so 10, 12 Jahre. Aber es geht wieder, Einzelstarter. Alter. Ja. Es ging doch mal eine Weile lang nicht. Ja, nur für U23-Fahrer. Aber jetzt geht's auch geil. Auch für Ältere. Ja, jetzt geht es auch für alte Männer. Kann ich auch noch ein paar Leute anmelden. Genau. Für die paar Rennen, die ich fahre. Die Paul-Voss-Tournee-Daten, Bundesliga. Aber eigentlich geht es mir nur darum, ich will eigentlich nur bei der Deutschen fahren können. Das ist mein Hauptziel. Ja. Ich überlege schon die ganze Zeit mein Setup für die Deutsche. Das ist für ein richtiges Highlight dieses Jahr. Warum? Kannst du schon ein bisschen was verraten? Naja, ob All Aero oder ob so ein bisschen Gewicht auch eine relevant wird. Ach so, Alberto Bettiol-mäßig. Ja, also da gehe ich auf jeden Fall bei dem Rennen, ey. Also, was hättest du da noch für Alternativen als Laufräder? Verschiedene Räder habe ich doch. Ich habe doch das Orca Aero und das normale Orca. Dann Laufräder, dann verschiedene Reifen. Da hat Schwalbe ja ganz schöne Dinge im Angebot. Okay, ganz nett. Weißt du, Schwalbe hat bei sich so eine magische Kiste, die wird dann aufgemacht und ist das wie so, als wenn eine Gold drin wäre, dann strahlt das so. Ich bin gespannt, Paul Voss All Aero, Zeitfahranzug. Hast du dann auch so einen geilen Helm? Nee, ich fahr klassischen Abus-Helm. Ja, aber den so einfolieren könnte man den noch, weißt du, so einschweißen. Ja. Aber ich mache mir so Klebestreifen auf die Beine wie Kipchoge beim Laufen. So Aero-Klebestreifen. Wie so ein Triathlet. Naja, du wirst es ja schon rausfinden. Ich würde jetzt dir tendenziell eher so möglich Aero wie möglich, also mehr Richtung Aero tendieren, weil so viel bergauf muss dann auch nicht fahren. Naja, ist ein bisschen anders die Strecke. Ja. Ich hatte so eine ähnliche Diskussion jetzt auch vergangene Woche, deswegen habe ich mich mit dem Thema so ein bisschen befasst. Hast du Leuten erklärt, dass das Lenkerband nicht so weit wickeln sollen und das Schlauchreifen? Lenkerband ist in dem Fall kein Problem, aber ob man jetzt weil das Schlauchreifenlaufrad 200 Gramm leichter ist, Schlauchreifen diese fahren soll. Diskussion. Ja, und interessanterweise, I don't know. Wir können ja nicht sagen, wer es ist, ne? Ist ja Geheimnis. Interessanterweise lief es dann auf dem Tubeless irgendwie besser, ne? Gut, ne? Ja. Lief ganz gut. Komisch. Und auch da, der Berg, der da im Weg stand, lief auch okay mit den 200 Gramm mehr. Nochmal ein anderes Thema, bevor wir jetzt in diese Klassiker wieder reingehen, weil wir eben schon über Jahrgänge gesprochen haben. Herzlichen Glückwunsch, Paul Voss. Herzlichen Glückwunsch, Paul Voss. Wird heute 38 Jahre alt. Ja, das dürfen wir gerne auch rausschneiden. Aber ich wollte jetzt nicht über deinen Jahrgang sprechen, sondern eigentlich ab welchem Jahrgang konnten Radprofis Wheelies? Also früher gab es so ein paar, die konnten das. Also irgendwann die, Sagan war so der die Erste, der damit Mountainbike so richtig bekannt gefahren wurde. Sind. Nee, ist noch zusätzlich. Nee, das hat gar nichts damit zu tun. Die ja, früher die Mountainbike gefahren, ja, aber selbst die konnten das nicht unbedingt. Nee, die machen das jetzt ich einfach. Ich habe Vogelsang jetzt noch nie einen Wheelie machen sehen. Die machen es einfach so. Der kann das vielleicht, aber. Ja, diese ganzen Kids, die machen das einfach, oder? Also die haben Langeweile halt. Ja?
Also weißt du, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir einfach früher dann immer saufen gegangen sind und dann, also weißt du, wir haben keine Koordination mehr für sowas hatten. Ja, weißt du? Und die trainieren jetzt halt nur und die brauchen irgendwas, die müssen irgendwas Dummes machen. Nicht, dass Wheeliefahren jetzt dumm ist, aber weißt du, irgendwas, was es gerade nicht in das Training optimalerweise reinpasst, bei Wheeliefahren, obwohl man hat es bei Henry Ulrich gesehen, das ist schon eher ein Intervall auch, ne? Ja, okay. War halt steil auch, ne? Die haben halt, da bin ich jetzt dafür. Deswegen drauf gekommen. Ja. Henry Ulrich hat auf der letzten Etappe, glaube ich, von der Katalonien-Rundfahrt einfach drei Minuten lang so ein Wheelie gemacht. Mit 390 Watt. Berg da hoch. Im Schnitt. Ja. Stark auf jeden Fall. Ja. Also alles daran. Ja. Aber irgendwann konnte das jeder, oder? Also ich glaube jetzt von den Fahrern, die ich hier bei Corso habe, da alle ab einem bestimmten Alter können das. Aber wir können das alle nicht, oder? Nee, ich kann es nicht. Nee, also nicht drei Minuten lang. Und nicht mit dem Rennrad. Also nicht mit dem Rennrad. Mit dem Mountainbike geht's. Ich nehme mir jeden Frühjahr, Sommer eigentlich vor, mit dem Gravelrad so ein bisschen Tricks zu üben, mach's nie. Weil es sieht schon cool aus. Aber wieso? Was die? Wenn du so irgendwo anfahren kannst und machst dann so ein Nose-Wheelie und setzt das Hinterrad einmal so um 180 Grad um oder so, das sieht schon geil aus. Ja, so wie der Egger, meinst du? Sieht schon bossmäßig aus. Ja, aber weißt du, was du kannst? Du kriegst richtig unter einer Schranke durchfahren, ohne abzusteigen. Das ist richtig. Das hab ich letztens auch mal gemacht. Und du weißt, in welchem Winkel man seine Kamera hält, um ein Foto von einem Helm zu machen. Weißt du? Naja, okay. Das ist auch schwierig, scheinbar. Ja. Ja, gut. Wollen wir jetzt mal über Rennen reden? Oder über welche Rennen wollen wir jetzt heute noch reden? Erzähl mal. Ja, eins hat Van der Poel gewonnen, eins nicht. Ja, einfach. Okay, so war's. Okay, ciao. Ja. So war's. Paul, hattest du zumindest mal mit deiner Behauptung recht, dass, pass auf jetzt, Wismar Lise Bike, schön groß Robert Wagner, der hat mich nämlich auch nochmal drauf aufmerksam gemacht, wie das Team heißt. Vielleicht jetzt auch aus anderen Gründen, aber aktuell nicht da sind, wenn es drauf ankommt. Ja, also Katalonien auch nicht. Klassiker sind jetzt hier. Nächste Woche Flandern-Rundfahrt, dann Roubaix. Aktuell sieht es da auch nicht so rosig aus. Laporte fällt, glaube ich, komplett aus. Zumindest mal für die Flandern-Rundfahrt auf jeden Fall schon. Dylan van Baarle auch krank. Es gibt Verletzte noch, Per Strand. Jan Tratnik hat sich auch jetzt schon einmal richtig aufs Ei gelegt. Und ja, zumindest beim E3-Preis war es dann mal wieder so, dass Mathieu van der Poel gekommen ist und alles zerstört hat. Kann man nicht anders sagen. Der hat jetzt auch, glaube ich, eine Anzeige bekommen wegen Vandalismus am Stationsberg. Oder? Also sowas habe ich noch nie gesehen, wie der darauf gefahren ist. Also Paul, die Szene brauchst du dir einfach nur anzugucken. Diesen Berg, für mich einer der schwersten Anstiege auch so, da in der Region. Der ist da raufgefahren, als ob der unten gestartet wäre und oben wäre Ziel. Aber ist es da, wo Kollege Wout van Aert Probleme oder stürzt irgendwie sowas? Nee, der stürzt am Paterberg. Okay. Also danach noch im Rennverlauf. Also die zwei sind danach nicht so ganz weggekommen, beziehungsweise wurden wieder eingeholt. Aber ja, ich glaube, Van der Poel hat so drei richtige Hammerattacken gefahren und eine davon eben am Stationsberg. Da dachte ich so, okay, der reißt jetzt hier gleich den Lenker ab. Also unfassbare Power darauf. Da hat es Van Aert gerade so geschafft am Hinterrad, wo er auch die meiste Zeit fährt bei Wout van Aert beim Hinterrad. Und ich glaube, das ist so, also man sagt zwar immer, oder alle sagen jetzt immer so, ja, das ist ja super stark von dem, wie er immer so gegen Van der Poel verliert, aber trotzdem weiter kämpft und so, der ist mental so stark. Ich glaube, der hat schon so einen Knacks weg, dass er immer so passiv fährt. Und irgendwer hat es jetzt auch in einem Interview gesagt, ich weiß nicht, ob es Mathieu selbst war oder der sportliche Leiter von ihm. Also ich glaube, wenn der ab und zu mal gegen Van der Poel gewonnen hätte in der Vergangenheit, dann wird er ganz anders Radrennen fahren. Weil der ist ja eigentlich genauso stark, aber er fährt halt immer so passiv. Zumindest mal, wenn Van der Poel dabei ist. Und auch da die Situation, also wenn er zum Beispiel am Paterberg attackiert und von vorne rauf fährt, stürzt er nicht. Ne? Aber er hat eigentlich das ganze Rennen immer nur so, ja, Van der Poel hinterher.
Ich meine, man weiß auch nicht, wie man anders gegen Van der Poel fahren muss. Ich wollte gerade sagen, so wie, es ist halt auch schwer, ein Szenario zu erfinden, aber wo er gewinnt, weil er hängt ihn ja nicht ab und im Sprint gewinnt er auch nicht gegen ihn. Nee, du. Also ich, immer wenn ich die sehe im Rennen, dann hat er so eine devote Haltung, finde ich. Und das ist dann kein Pech, dass er da stürzt. Das ist für mich so eine Aneinanderfolgung von wahrscheinlich schon jetzt seit Jahren zieht sich das so durch, dass er irgendwie, ja, wie auch immer. War ein geiles Rennen. Ich habe schon keinen Bock mehr, wenn jetzt in 2 Wochen alles vorbei ist. Ja. Gucke ich mir einfach alles nochmal an. So, was kommt danach? Giro d'Italia, wow. Gucke ich mir auch mal an, Giro d'Italia, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber ich finde es lange nicht so spannend wie so ein Alltagsrennen. Keine Ahnung. Ich bin da, komme ich nicht von weg. Also Paul hat es ja schon prophezeit, Lidl Track jetzt langsam am Rasieren. Ich habe vieles prophezeit. Ja, ich habe mir so gedacht, als du dich so gefeiert hast dafür, habe ich mir so gedacht, so ein bisschen wie als ich Demi Vollering entdeckt habe. Nee, er kommt, also jetzt mal, also jetzt, ja, das ist jetzt nicht vergleichbar. Aber ich zu dem Zeitpunkt, wo ich das gesagt habe, habt ihr das nicht so gesehen? Und ich finde, es war aber absehbar. Es sind ja so ein paar Leute, die echt, also Alex Kirsch, schon immer guter Fahrer gewesen, aber der ist ja richtig fit, also ist leider gestürzt. Kennt Weverem jetzt, aber auch in jeder Formation immer vorne dabei gewesen, eigentlich immer erste 10, 15, schon echt richtig stabilen Job gemacht. Und da sind ja aber einige im Moment auf dem Niveau. Aber der wird ja jedes Jahr besser, ne? Also er wurde ja jetzt mal besser und ja. Also es ist auch das, irgendwie kommt man irgendwie an. Und Scoins, finde ich, hast du einfach schon gesehen, als der den ersten Scones. Klassiker, dieses Jahr, Scoons, wie auch immer, dieses Jahr gefahren ist und da war auf eine Art vom Hinterrad abhängt. Ja, so, aber auch, so Welle, so. Auch ganz, also so ist nichts gegen die jungen Fahrer, aber auch geil, nochmal so ein erwachsenes Team auch zu haben. Jasper Stuyven, Mats Pedersen, Alex Kirsch, Scoins, so alles Erwachsene, die auch irgendwie jedes Jahr noch sich entwickeln und besser werden. Erwachsene. Also, wer ist der Älteste von den Stuyven wahrscheinlich? Oder Alex? 100%. Oder? Ja, Scoins auch schon alt. Scoins ja, ist, glaube ich, älter, oder? Scoins. Wir brauchen mal jemanden, der uns sagt, wie man den richtig ausspricht. Ja. Ja, der ist 32, also so im mittleren Alter für einen Radprofi. Schon eher auf der zweiten Hälfte, in der zweiten Halbzeit unterwegs. Schon okay, aber jetzt mal kurz anfassen. Also E3 war quasi kein Kraut gewachsen gegen Mathieu, richtig? Nee, also absolut nicht. Und wie ist es dann passiert, dass Mathieu quasi rasiert wurde bei Gent Wevelgem? Ich hab den Sprint, wenn wir jetzt so von hinten anfangen, den fand ich bemerkenswert. Als du hast irgendwann mal in die Gruppe geschrieben, Mats hängt den eh ab oder also sprintet den eh ab, war ich mir nicht so sicher. Aber als ich habe den Sprint gesehen und habe danach noch mein Camelback angeschaut. Hätte ich jetzt erst ein Camelback gesehen, hätte ich, glaube ich, auch dir direkt zugeschrieben und gesagt, ja, der wird wahrscheinlich gewinnen. Weil er so. Habe ich aber vorher schon gesagt. Also im 1 gegen 1 traue ich es dem schon immer zu. Weil er so, der sah so kraftvoll aus und der Sprint, weil. Was ich interessant fand, Mats hat genau das gemacht, was ja sonst immer viele falsch machen mit Mathieu, dass sie zu lange warten, weißt du, also, dass die den Sprint zu spät anfahren. Und Mats hat genau das gemacht, wie damals Askren, ne? Gewinnt ja auch einen Sprint, glaube ich, gegen ihn bei Flandern, war das? Das war genau. Seine Achilles, habe ich ein geiles Bild gesehen, seine Achilles-Ferse von Van der Poel ist 1 gegen 1 Sprints gegen Dänen. Das und die Dänen nach, fahren halt nach dann, 250 Kilometern. Ja, und die fahren halt gerne lange Sprints. Ja, und da können die halt auch. Und das, also Mats, der ich glaube, mit der Wattzahl, mit der losgefahren, fährt er auch ins Ziel. Die war jetzt wahrscheinlich nicht, die war jetzt wahrscheinlich atemberaubend hoch, aber du musst halt auch erstmal fahren über 20 Sekunden, aber keine Ahnung, wie lange der Sprint war. Ja. Deswegen war ich mir eigentlich relativ sicher, dass er da gute Chancen hat, weil er genau so seine Sprints immer fährt. Ja, und das, wie du schon sagst, das, was du falsch machen kannst gegen Van der Poel, ist warten, bis er antritt, weil der hat so einen krassen Antritt einfach, so eine Beschleunigung, wie man es ja auch bei den Attacken vorher bei den Bergen gesehen hat. Also da wiederum kann Mats einfach nicht mitfahren. Ja? Da können ganz wenige nur mitfahren, so explosiv wie er da ist. Deswegen war das schon ganz cool. Und ja, also man muss sagen, Lidl Trek hat das krass bei Gent-Wevelgem als Team natürlich überragend gemacht.
unfassbar auch, wie Jonathan Milan da gefahren ist. Also Paul, du der hast ist für mich ja gesehen. Mal eigentlich ein Sprinter. Die haben sich abgewechselt mit Attacken. Also es hat sich irgendwann eine sehr kleine Spitzengruppe geformt auf den letzten 60, 80 Kilometern und es waren erst Stuyven, Milan und Mats dabei und es waren, glaube ich, 6 Leute. Und Jasper Stuyven hat dann aber einen Platten bekommen irgendwann in einer relevanten Situation, aber Jonathan Milan und Mats haben sich eigentlich abgewechselt mit Attackieren und Jonathan Milan war sehr lange alleine vorne raus, so mit 20, 25 Sekunden und es ist eigentlich, Mathieu musste hinterherfahren. Es hat noch Lawrence Pithy hat noch ein paar Führungen gegeben, aber Mathieu musste schon das meiste fahren und immer wenn Milan eingeholt wurde, ist Mats mal kurz angetreten, um dem noch mal ein bisschen weh zu tun. Hat dann aber auch Van der Poel immer direkt gekontert. Und erst als Milan das letzte Mal wieder eingefangen wird, setzen sich die beiden dann zu zweit ab. Ja, also Mats gewinnt zurecht. Jetzt am Sonntag hat Mats ihn schon auch gematcht. So auch in den Anstiegen vorher am Camel. Ja, aber wenn du die ganze Zeit Löcher zufahren musst. Ja, ja, gut. Am Ende fährt halt Mats auch 70% der Führung, ne? Wo die zwei zu zweit sind. Also die 70%? Schon, ja, der ist schon viel gefahren. Ja. Also, weil eben Mathieu auch platt war. Ne? Mhm. Breit, grau, blau, keine Ahnung. Was auch immer jetzt hier eine Farbe einfügen. Das hat mir auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Hoffnung gemacht für Flandern, was auch wieder ein ganz anderes Rennen als der E3-Preis ist. Ja, weil E3-Preis ist so viele enge Straßen, Kurven, rauf, runter. Jetzt nicht so unbedingt Rennen von Mats Pedersen. Er hat jetzt auch mit dem 11. oder 12. Platz, was er da gemacht hat, seine beste Platzierung in dem Rennen geholt. Also bis jetzt war er immer besser bei den Rennen, die er dieses Jahr gefahren ist, bei den großen Eintagesrennen. San Remo besser, E3 besser. Und jetzt Gent-Wevelgem, gut, hat er schon mal gewonnen, aber auch besser als letztes Jahr. Mal sehen, wie es weitergeht. Aber Van der Poel, absolute Maschine, was er da bei mir drei Preis gemacht hat. Also ich glaube, Cancellara, so wie er damals so zu Primetime auch mal E3-Preis gewinnt oder auch bei der Flandern-Rundfahrt, diese Attacke an der Mühe, legendär. Also das war nochmal eine Nummer mehr, fand ich. Mhm. Also das sah aus einfach wirklich, wie, als ob der im Training gerade mal so ein Effort fährt, aber der fährt das Ding dann halt nach, weiß ich nicht, 160 Kilometer, wo aber auch schon davon 100 Kilometer volles Finale waren. Also wenn der jetzt zur Flandern-Rundfahrt wie geplant noch ein bisschen besser wird, also da muss dann auch schon wieder Mannschaftsleistung von Lidl Trek da sein oder vielleicht auch doch irgendwie Wismar Lise Bike sich was einfallen lassen, um den da zu schlagen. Ne? Ich bin sehr gespannt. Ich kann es auch kaum abwarten. Noch kurz, bevor wir jetzt wirklich mal wie immer zum Gast wechseln. Frauenrennen war Showdown zwischen den beiden besten Sprinterinnen der Welt im Moment. Also das war schon relativ spannend. Da hat man sich nämlich, also auch Gent-Wevelgem, war man sich relativ früh auch sicher, dass es ein relativ großes Feld zum Ziel schaffen würde. Und Lorena Wiebes war mit Lotte Kopecky als Anfahrerin noch vertreten und auch Elisa Balsamo war noch dabei mit einigen Girls von Trek. Und das war wirklich eigentlich auf einen Zentimeter. Also wer da, das ist ja schön zu sehen. Ich dachte auch erst, dass Elisa Balsamo gewinnt, aber war dann echt auf einen Zentimeter oder zwei Lorena Wiebes. Und schön zu sehen, dass wenigstens da SD-Works mal nicht ganz unangefochten die Spitze belegt. Also das darf gerne in Zukunft auch mal auf die andere Seite gehen. Da denke ich mir noch so ein bisschen, Lorena Wiebes auch im kompletten Aero-Voll-Suit und alles ausgetunt und Elisa Balsamo hat wirklich irgendwie alle drei Trikottaschen voll mit irgendwas und noch sieht noch aus, als hätte sie noch Weste an. Ich weiß es nicht genau. Also da kann man vielleicht noch mal ein bisschen tunen, wenn ich das richtig einschätzen durfte. Ja. Sieht nach Weste aus, auf jeden Fall. Ja. Und wirklich voll hinten. Ja, war knapp.
Und Franzi Koch, guten Job gemacht auch. Franzi Koch, absolute Klassikermaschine. Ja. Also muss ich jetzt nicht sagen, aber ist auch einfach so. Ich bin echt gespannt, was bei ihr dann auch Roubaix geht. So als ehemalige Mountainbikerin immer noch so auch im Training viel am Mountainbike unterwegs. Da hat schon richtig Bock. Am liebsten noch mit Regen. Aber da können wir dann in 2 Wochen drüber sprechen, ob es vielleicht regnet oder nicht. Ja. Was war mit Reuser? Ach, die ist disqualifiziert worden. Also, ja, das hat man gar nicht gesehen. Also, es gab ein paar Fotos. Sie wurde im Nachhinein disqualifiziert. Man hat es in der TV-Übertragung nur gesehen, wie sie dann schon auf dem Radweg war. Man wusste jetzt nicht, warum sie da ist, ob sie da vielleicht ausgewichen ist. So, kann ja passieren. Aber anscheinend wollte sie wohl auf dem Radweg überholen und wurde deswegen disqualifiziert. Also hinter den Zuschauern quasi. Das will man ja seit Jahren schon nicht bei der UCI, dass man abseits der Straße irgendwie fährt. Manchmal wird es bestraft, manchmal nicht. Aber es ist schon eigentlich richtig, dass man nur auf der Strecke unterwegs sein sollte. Ja, es sah nicht wirklich nach Absicht oder so aus. Vielleicht ist sie da irgendwie, wollte sie irgendwie ums Feld außen rumfahren und dann hat sich die Straße verjüngt oder so und sie war dann da irgendwie dahinter gefangen. Sie hatte halt auch erstmal so, sie musste dann zwischen den Zuschauern wieder rausfahren, hatte halt Schrittgeschwindigkeit und musste dann auch 50 Meter oder 70 Meter aufs Feld in der Zielanfahrt erstmal wieder zufahren. Die ist da auch wieder hingefahren, aber konnte auch ins Finale da nicht mehr eingreifen. Das war, glaube ich, weiß ich nicht, 2 Kilometer vom Ziel oder so. Auf jeden Fall keine böse Absicht da zu erkennen. Beziehungsweise ist ja auch eher ein Nachteil für sie entstanden dadurch. Nicht nur durch die Strafe. Naja. Predictions noch? Wollen wir wieder wetten? Flanell-Rundfahrt? Müssen wir eigentlich machen. Oh, Frauen, lass mal zuerst Frauen tippen. Das ist natürlich... schwierig, gegen Lotte Kopecky zu wetten, aber was eigentlich mit Marianne Voss? Nee, ich glaube nicht, dass die stark genug ist am Ende. Also sie war jetzt aber erstmal nicht mehr dabei, so in den letzten 2-3 Rennen. Also Meise müsste es schon Kopecky sein, ne? Ja, kann auch nichts anderes wetten. Sag Kopecky auch. Ja. Andi, Franzi Koch, oder? Einfach nur, um was anderes zu sagen. Bei der Flanell-Rundfahrt jetzt vielleicht nicht unbedingt, weil da, glaube ich, muss ja auf jeden Fall arbeiten. Vielleicht gewinnt ihr mal Nir Vadhoma aus Versehen. Nee. Weil, also, wenn die losfährt, sagt die ja vorher Bescheid und sagt, Leute, ne, Abfahrt, ja, alles, wer Zugticket gelöst hat, und leider lösen das immer zu viele bei ihr, weißt du? Die fährt ja nie alleine. Also in 3 Kilometern fahre ich los. Ja, okay. Macht euch schon mal bereit. Das ist jetzt schon ein bisschen böse, aber sie hat es verdient. Sie hat es verdient. Ich würde es ja richtig gönnen. Aber ich glaube, wird schwierig. Ich glaube, wird auch ein spannendes Rennen. Ich weiß nicht, ob der Kopecky jetzt so überlegen alles auseinandernimmt. Die sah jetzt die letzten Wochen auch nicht so krass, oder? Kann es sein? Also jetzt mein Eindruck. Ja, war jetzt auch, natürlich war sie beim Umloppen auch nachher die Stärkste an den Anstiegen. So. Flandern ist noch vielleicht ein bisschen schwerer, auch bei den Frauen. Aber auch Lidl Track hat... Puck Pieterse. Ja, aber Lidl Track hat auch da ein gutes Team, ne? Komme ich jetzt mal einfach so. Puck Pieterse auch jetzt... Ja, klar. Ich weiß nicht, ob so eine Balsamo über solche Hügel drüber kommt. Ja, aber die haben auch so, ne? Die haben Balsamo, dann haben sie... Longoburgini noch. Und dann, wie heißt die Crossfahrerin? Lizzie Danen. Die ehemalige, also die... Shirin van Anrooy. Also die haben schon auch gutes Team. Ja. Du musst halt deine Karten richtig spielen da. Und anscheinend haben sie es bei den Männern raus. Und warum bei den Frauen nicht auch? Schauen wir mal. Ja. Ich mache jetzt richtigen Outsider-Tipp für Flanell-Rundfahrt-Männer. Wort von Art. So wie Nir Vadhoma. Es ist halt. Ja, genau. Man kann ja gerne mal die Szenarien durchspielen, in denen Wout van Aert gewinnen kann. Und ich glaube, dann ist immer. Ja, ich glaube, dann ist immer. Da müssen schon ein paar Platten gehabt haben. Und das ist halt echt hart, ne? Okay, das ist jetzt schon hart. Aus einer Dreiergruppe am Schluss 2 Platten. Nein, aber das ist ja. Also entweder ist Mathieu dabei oder Mats. Also gut, er ist jetzt am Wochenende nicht gefahren. Aber Mats
ist halt so ein ähnlicher Sprinter-Typ, ne? Wie Wout. Also ich glaube, da könnte es tatsächlich eng werden. Aber zum Beispiel Mathieu wird, der ist ja auch nicht dumm, der wird auch wissen, was er jetzt zu tun hat, damit Mats nicht da ist oder anders komm, da wir ist. Wir machen mal einen anderen Tipp. Keiner von uns darf einer von den drei besagten Top-Favoriten jetzt tippen, sondern muss jemand anderen tippen. Oh, krass. Ja, was soll denn das? Die gewinnen ja nicht. Wer dann der Bestplatziert, ja, aber wer von denen die Bestplatzierung macht, der gewinnt. Pity. Der ist übrigens von Bora eingekauft, ne? Ist es der Fahrer, den. Weiß ich nichts von. Ich glaube nicht. Ne, ich glaube schon. Also entweder ist es Pity oder der Movistar, den ich auch nicht aussprechen kann. Euer. Ja, ich sag Pity. Tja, dann sag ich euer. Wenn du euer nimmst, dann nehme ich Stolven. Auch gut. Ja, den hätten wir auch sperren müssen. Nee. Stolven hat so schon denn? Auch so. Nee, Stolven ist schon ein bisschen zu gut. Also Seniorenschutz. Ich weiß nicht, ob Mats wirklich so viel stärker ist als Stolven. Stolven ist richtig stabil unterwegs gerade. Saugute Form. Also gerade bei den Rennen, die jetzt über 200 Kilometer sind, ist, glaube ich, Mats doch noch ein bisschen besser einfach. So. Aber ich glaube, ja, bei so Rennen wie darum geht's ja nicht, den E3 darfst du ja nicht zum Beispiel nehmen. Oder morgen war es aus Flandern. Ist er gut? Aber ich find, oder ist er vielleicht auch besser? Aber ich finde da, Trek kann geile Karten spielen, ne? Das ist schon, also es ist schon, und du kannst auch in Scoins, das ist ein richtiger Ekeltreter, den darfst du halt auch nicht zu viel Zeit geben. Stell dir vor, der fährt mit dem Pity weg, das ist halt auch nicht schön. Also die musst du auch erstmal wieder reinholen. So. Von daher wird, glaube ich, ein geiles Rennen und es ist irgendwie auch schön, dass nicht so dieses überdominierende Team ist, sondern halt also nicht Wismar Lise Bike, sondern halt Trek. Ja, aber also ganz ehrlich, so vom Euer ist das doch auch das Highlight jetzt, oder? Ja, aber ich weiß nicht, ob der... Ist doch eher das Highlight als Roubaix. Aber wir reden ja eh nicht über Gewinn, ne? Nee. Wir reden ja über Meinst du? Ich glaube eher Roubaix. Meinst du eher Roubaix? Ich glaube eher Roubaix. Der war jetzt auch nochmal krank, ja, vor den Klassikern eigentlich. Also ist, also, so, glaube ich, weder Tirreno noch Paris-Nizza gefahren. Also ähnliches Szenario auch, wie Arnaud Deli. Man muss ja sagen, nee. Also ganz, ganz anders, okay. Ganz anderes Szenario. Können wir gleich auch nochmal kurz was zu sagen. Aber euer Lascano, würde ich sagen, mit ein bisschen mehr Erfahrung in den Rennen ist da noch was drin. War zum Beispiel beim E3 auch ultra stark. Mhm. Hat ja eigentlich die Attacke vom Mathieu da am Stationsberg auch antizipiert, ist vorher losgefahren. Da dachte ich auch so, oh wow, okay. Unfassbarer Motor. Und man wird, also ich würde jetzt sagen, jetzt wahrscheinlich Richtung Flandern und Roubaix dann wieder doch noch so besser in Form als jetzt, weil er eben Vorbereitungsrennen, muss man ja sagen, verpasst hat und eine Zeit lang nicht topfit war. Deswegen glaube ich, kommt da jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja. Ansonsten, aber da gibt es schon noch ein paar, die gut sein können. Ne? Tim Wellens war jetzt auch stark bei den Rennen. Hat auch eigentlich eine gute Mannschaft. Nils Polit. Ja, Nils auch. Je länger das Rennen dauert, desto besser eigentlich. Fährt er unheimlich schlau. Ja, so kann die Rennen eigentlich echt gut fahren. Es gibt so eine Szene, ich habe mir auch beide Rennen jetzt schon zweimal angeguckt. Da macht Nils halt so einen Move, überholt 30, 40 Leute und ist halt voll im Game drin. Und eigentlich die anderen Jungs, mit denen er vorher noch positioniert war, die sind, wenn überhaupt, ins Ziel gekommen. Und setzt immer gute Attacken. Also hat es auch wirklich verstanden, so die ganz großen so ein bisschen zu entschärfen, indem er halt vorher schon losfährt, ja, und dann vielleicht sich über den einen oder anderen Berg so retten kann, wo er die Beschleunigung so von eben Van der Poel und Co. nicht mitgehen kann. Sehe ich auch Top 10, ehrlich gesagt. Also. Ich hoffe, ich drücke die Daumen. UAE. Ich bin ja auch mal auf meinen kleinen portugiesischen Freund gespannt, wie er bei der Flandern-Rundfahrt fährt. Also, man muss dazu sagen, Antonio Morgado hat null Erfahrung gehabt bisher in Belgien, ist wirklich dieses Jahr sein erstes Rennen in Belgien gefahren.
Zweiter geworden. Macht auch extrem viel falsch, muss man sagen. Fährt viel zu weit hinten. Ist jetzt auch nicht der Typ, glaube ich, der sich mit 70 anderen Fahrern um eine Kurve die Köpfe einschlägt, ja, in der Positionierung. Aber ich würde mal sagen, bei so einem Rennen wie der Flandern-Rundfahrt, wo am Ende richtig viel über den Motor geht, auch die Positionierung, da werden wir den auch noch in Action sehen am Sonntag, würde ich jetzt einfach mal sagen. Sind gespannt. So. Also das, was er eigentlich bei den letzten Rennen gemacht hat, würde ich sagen, ist unmöglich, dass das jemand schafft. Ja, also alleine auf der Windkante fliegen gehen, 100 Kilometer vom Ziel und trotzdem noch im Ergebnis auftauchen bei den Rennen. Wollte uns Paul eigentlich nochmal erklären, oder? Warum das im Frühjahr auch so schwer ist, wenn man Wind hat und so und warum es im Sommer nicht mehr so schwer ist. Ey, lass das nochmal vertagen. Unser Gast wartet, oder? Wollte ich auch nicht, weil brauchen wir nicht. Also dass das für euch neu ist. Dass luftdichter ist, wenn sie kalt ist. Nein, das ist nicht neu, aber ich finde es interessant, das halt nochmal so aufgearbeitet dann zuvor zu sehen. Das sind halt so Dinge, die du natürlich irgendwie weißt, aber es ist doch schön, wenn einer das so einer aufschreibt und dann kann man das wiedergeben, oder? Also das ja, ist, danke. Bitte. Mir ist das zum ersten Mal bewusst geworden, weil wenn man die Frühjahrsrennen in Belgien hat, ja, also Belgien, sagen wir mal, hat ja nicht so viele Variationsmöglichkeiten, Radrennen zu gestalten. Deswegen fährt man bei den meisten Rennen ja auch irgendwie immer wieder die gleichen Streckenabschnitte. Und wenn du solche Rennen einfach im August, September gefahren bist und es war auch Windkante, ja, ist aber nie einer abgefallen. Es ist immer alles zusammen angekommen und im Frühjahr es fliegt immer alles auseinander. Ist schwerer. Da spielt dann auch wieder Moleküle eine Rolle. Paul, so sieht's aus. Haben wir jemanden hier im Wartezimmer? Das haben wir. Dann lasse man rein. So, Besenwagen, wie ich gerade erfahren habe, in Neu-Ulm angekommen. Wir erfahren gleich, wo genau das ist. Und ich entschuldige mich erstmal. Besenwagen, jetzt mal wieder in der Transparenzzone angekommen. Eigentlich wird sich so um eine bestimmte Uhrzeit getroffen. Diese Uhrzeit wird regelmäßig weit verfehlt. Ich lade immer Gäste ein auf eine an dieser Uhrzeit ausgerichtete Uhrzeit. Diese Uhrzeit wird dann auch weit verfehlt. Ich sitze dann meistens schon so mit 20 Minuten leichtem Stress im Hinterkopf in der allgemeinen Aufnahme. Aber Themen kommen nicht zu Ende und sind ja trotzdem interessant. Also, tut mir leid. Herzlich willkommen, Johannes Adamitz in Neu-Ulm, jetzt endlich im Besenwagen. Hi, danke, dass ich da sein darf. Moin. Ein junggebliebener, wollte ich sagen. 25 Jahre erst alt. Ich habe das gerade nochmal aufgerufen. Ich mache mal so eine Groberklärung, wie immer, für die Leute, die nicht wissen, wer jetzt hier mit uns sitzt. Und dann können wir vielleicht immer, wie immer, alle mal kurz sagen, seit wann wir dich kennen, beziehungsweise woher, wo wir dich jetzt erstmal wahrgenommen haben. Bei mir war das im Team Sauerland definitiv, wo ich ja auch, erstens sind die Jungs nicht so weit weg, zweitens habe ich mit Jörg und Heiko immer mal zu tun und dann fuhr Ole noch da, mit dem ich auch viel zu tun habe und Johannes Adamitz war da. Und der war schon immer ganz stabil bergauf. Und hat dann zur Saison 2023 hin, ich habe das damals so von außen so wahrgenommen, können wir gleich nochmal besprechen, über Kontakte von André Greipel, der in diesem Team früher fuhr, ja, einen Vertrag bei jetzt Lotto Destiny bekommen. Und da bist du jetzt gerade in der zweiten Saison unterwegs. Und A, super interessant, A, wie bist du da hingekommen? B, wie ist dein Weg dort bis jetzt, weil so viel weiß ich darüber nicht. B, ist das Team ja auch gerade super interessant. Also gerade in den letzten Besenwagen-Folgen super viel über das Team geredet, über einige deiner Teamkollegen und jetzt kriegen wir mal einen Einblick von da. Also, so viel hier von mir. Jungs, seit wann habt ihr Johannes auf dem Schirm? Im Prinzip eigentlich so wie du seit den Sauerland-Zeiten. Ich weiß gar nicht, warst du vom ersten Jahr bei Sauerland oder? Nee, ich habe in meiner U23 tatsächlich recht oft das Team gewechselt. Ich war im ersten Jahr bei Heizomat noch,
damals. Stimmt. Genau. Davon, das war das letzte Jahr, wo es das Team in der Form noch gegeben hat, dass es nur Heizomat war und nicht Heizomat Radnet, wie es dann später wurde. Und dann war ich noch bei Tirol beim Radteam Hermann und dann erst ab meinem letzten Jahr in der U23 war ich bei Sauerland. Aber dann für eine längere Zeit. Ja, okay, ich kenne dich auf jeden Fall aus der Radbundesliga. Genau. Aber ehrlich gesagt, habe ich dich jetzt die ganze Zeit schon mit Sauerland in Verbindung gebracht, aber liegt wahrscheinlich daran, dass du dann doch ein, zwei Jahre dann da warst. Ja, aber genau, so wie Basti halt einfach Radbundesliga, wo man immer wieder unterwegs war mit LKT, ich zumindest damals. Ja. Ich glaube, 2019 deutsche U23-Meisterschaft, da habe ich dich, glaube ich, zum ersten Mal so gesehen. Vorher nur den Namen irgendwo mal in Ergebnislisten gelesen. Aber ich glaube, da habe ich dich zum ersten Mal so im Rennen gesehen. Also kann ich mich noch relativ genau dran erinnern. War auf jeden Fall einer der Fahrer, die gut am Berg waren. Ja, das Rennen habe ich auch noch gut in Erinnerung, ja. Also du bist grundsätzlich Baden-Württemberger, also Ulmer? Ja. Da kommst du her. Ich bin jetzt über die Grenze gezogen und lebe jetzt in Bayern sozusagen. Neu-Ulm ist in Bayern? Ja. Okay. Genau, jetzt bin ich Bayer. Wie ist das so? Neuer Status, so neues Selbstbewusstsein jetzt? Genau. Nee, bis auf die Landtagswahl hat sich jetzt noch nichts verändert. So, PKT-Fahrer erstmal so nach Monaco ziehen. Ja. Bessere Steuergesetzgebung. Da gibt es jetzt leider keine Vorteile in Bayern. Das ist jetzt nicht wie kam es? Ist das weit weg von Ulm? Nee, Neu-Ulm ist tatsächlich einfach... Ja, man kann schon fast sagen, die gleiche Stadt, nur dass es durch einen Fluss getrennt wird, durch die Donau. Krass, okay, alles klar. Okay, aber jetzt mal eine ganz doofe Frage. Wie hieß denn Neu-Ulm, bevor es Neu-Ulm hieß? Wo hieß es schon immer Neu-Ulm? Meinst du, das wurde umbenannt in Neu-Ulm? Nein, oder was? Ich meine... Es könnte einfach Ulm sein. Köln ist ja auch geteilt durch einen Fluss. Ich meine, wenn ich im Geschichtsunterricht richtig aufgepasst habe, dann wurde das vor 200-300 Jahren erst gegründet als Garnisonsstadt, also für Soldaten. Und aus irgendeinem Grund ist es dann zu Bayern gefallen, während Ulm noch zu Baden-Württemberg gehört hat. Aber ich glaube, dass tatsächlich das mal vor einiger Zeit eine Stadt war und dann durch irgendwelche Gründe praktisch geteilt wurde. Und gibt es eine gute und eine schlechte Seite da am Fluss? Weil in Köln gibt es das. Ja, die Neu-Ulmer, beziehungsweise die Ulmer sagen immer, das Schöne an Neu-Ulm ist der Blick auf Ulm. Naja. Also wenn man am anderen Donauufer steht sozusagen. Ja, dann erzähl uns noch ein bisschen was über deine sportliche Herkunft. Ja. Frühberufen, Spätberufen? Nee, sportlich gesehen habe ich natürlich schon relativ früh angefangen mit dem Radsport. Ich denke so mit 11, 12 im SSV Ulm, also in der Radsportabteilung. Da kommt unter anderem auch der Felix Engelhardt her aus dem Verein. Und da gab es damals, wo ich angefangen habe, nicht besonders viele Fahrer. Und es war eine sehr, sehr kleine Abteilung. Aber das ist dann so schrittweise gewachsen, auch wo Felix dann dazu kam, nachdem sich da viele Eltern auch engagiert hatten. Und dann bin ich über die Landesverbände, über den Württembergischen Verband, bin ich dann halt so sukzessive durch Landeskader, Bundeskader und so weiter die ganzen Stationen durchgelaufen bis zur U23 und dann eben über die KT-Teams in den Profibereich. Was waren so deine Highlights in der Jugend? Warst du schon immer bei den guten, besseren Siegfahrern oder musstest du dich da hinkämpfen? Nee, also am Anfang war ich jetzt nicht wahnsinnig gut, muss ich sagen. In der U17 war ich dann das erste Mal so einigermaßen gut und da hatten wir auch einen, ich weiß nicht, ob der euch was sagt, der Herr Täumler. Das war klar, unser Landestrainer. Manche kennen ihn hier. Der war auf jeden Fall bekannt dafür,
relativ streng zu sein. Also wir Jungs damals hatten viel Respekt vor ihm, aber er war definitiv ein guter und fairer Trainer und hat mich auch sehr geprägt. Und ja, der hat dann das erste Mal angefangen, mit mir so richtig strukturiert auch zu trainieren. Und im ersten Jahr U19 hat es eigentlich Klick gemacht bei mir. Da war ich dann deutscher Bergmeister. Und ich war damals nicht in der Nationalmannschaft und bin dann praktisch nachgerückt für das zweite Juniorenjahr. Da durfte ich dann schon sehr viele Einsätze fahren. Ja, und ab da hatte ich sozusagen auf nationaler Ebene schon ein recht gutes Niveau. Vor allem am Berg. Dann hat sich irgendwann ins Sauerland gespült. Aber kommen wir mal zu dem, was die meisten Hörer interessieren wird. Ja. Es war dann dein letztes U23-Jahr, wo du den Vertrag jetzt gemacht hast für Lotto? Oder war es im dritten Jahr? Nee, ich war schon länger raus, ja. Ach so, du warst ja schon raus. Ja, ja, also das Ding war bei mir, ich hatte in der U23-Zeit, also ich war schon immer ein recht gutes Talent, aber ich hatte auch relativ viel Pech dann in einigen Jahren. Einmal war ich monatelang, hatte ich eine Knieverletzung und dann auch gerade im letzten Jahr U23 war das 2020 Corona-Pandemie-Jahr. Da hat es mich dann auch recht hart erwischt mit ganz vielen Rennabsagen, weil, wie Andi erzählt hat, mit dieser U23 DM 2019, da hatte ich dann schon so die Hoffnung, dass ich vielleicht doch nochmal den Sprung schaffe zu den Profis. Mhm. Das war damals mein drittes Jahr. Und hat mich dann volle Kanne konzentriert auf mein letztes U23-Jahr, war top motiviert. Ja, und dann kam diese Corona-Pandemie 2020, da lief dann nicht viel zusammen. Das war mein erstes Jahr bei Sauerland auch. Genau, und dann war ich noch ein zweites Jahr bei Sauerland, da war ich dann das erste Jahr draußen. Da lief auch wirklich nichts. Da bin ich nämlich am Anfang vom Jahr bei der Türkei-Rundfahrt sehr heftig gestürzt, war dann auch sehr lange draußen. Und dann wollte ich eigentlich aufhören nach der Saison, hatte mir das schon so eigentlich alles geplant, dass ich dann ins Ausland gehe für ein Masterstudium und mit dem Radsport komplett abschließe. Aber dann hatte ich mir doch nochmal überlegt, okay, so kannst du eigentlich nicht aufhören, das ist nicht dein Niveau, was du hast und so, und das kann eigentlich nicht sein. Mhm. Ja, und dann hatte ich beschlossen, okay, ich mache noch ein Jahr, das war die 22-Saison, einfach zum Spaß mehr oder weniger. Natürlich schon noch top motiviert, aber einfach um nochmal mit einem guten Gefühl aus der ganzen Sache rauszugehen, weil der Radsport war für mich schon, ja, seit meiner frühen Jugend hat das mein ganzes Leben bestimmt natürlich. Und dann hatte ich beschlossen, den Trainer zu wechseln. Ich war bis dahin beim Jochen Hahn, der ist euch wahrscheinlich auch ein Begriff, denke ich mal. Mhm. Zudem habe ich auch immer noch ein gutes Verhältnis, aber es ist auf jeden Fall, damals ging es bei mir leistungstechnisch nicht mehr wirklich voran. Und dann bin ich zum Björn Kafka gegangen, der, denke ich, auch manchen vielleicht ein Begriff ist. Der trainiert vor allem Mountainbiker im Marathonbereich, Cape Epic und sowas. Und dann hatte ich über den Jonas Rapp, bin ich zu dem Björn Kafka gekommen und die Zusammenarbeit hat super funktioniert. Und Anfang 22 hatte ich dann eben den André kennengelernt, André Greipel. Mhm. Bei der Türkei-Rundfahrt. Ich wollte gerade sagen, der war da mit eurem Team unterwegs, ne? Genau. Hat irgendwie ein, zwei Mal so aushilfssportliche Leiter gemacht. Das war mir aber ehrlich ein bisschen peinlich alles, weil ich hatte total underperformed bei der Rundfahrt und da hatte ich eher das Gefühl, dass er mich überhaupt nicht so als guten Fahrer einschätzt und so weiter. Und dann ist es eigentlich eine witzige Story. Ich hatte ihn dann später nochmal rein zufällig in Stuttgart getroffen.
Ich war da mit einem Freund Radfahren und der hatte mich witzigerweise davor schon ausgefragt, wie eigentlich André so ist als sportlicher Leiter und so weiter. Und dann fahren wir am Neckar entlang und biegen links ab auf eine Brücke, dann steht da auf einmal André auf dieser Brücke. Und das war wirklich ziemlich kurios. Und ja, dann haben wir uns da nett unterhalten und so. Und dann später war die deutsche Meisterschaft im Sauerland, was dann für mich so eine Art Heimrennen war. Und da hatte ich mich dann auf einmal wiedergefunden in der Gruppe mit Kemner, Geschke und Buchmann, glaube ich. Und es war für mich dann auch innerhalb des Rennens eine ziemlich verrückte Situation, um ehrlich zu sein, weil die kannte ich ja nur aus dem Fernsehen und es waren ja alles so Idole auch aus meiner Jugend. Ja, auf einmal fahre ich da mit denen mit und habe mich da in dem Moment auch extrem stark gefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich kann die abhängen, war sicherlich teilweise auch ziemlich gut drauf, aber habe dann natürlich gegen Ende richtig auf den Sack gekriegt. Ich habe einen Hungerast gehabt. Ja, ich erinnere mich auch auf jeden Fall noch dran. Und das war aber einfach für mich auch so ein Schlüsselerlebnis, wo ich wusste, okay, doch, in dir steckt doch noch ein bisschen Potenzial. Es kann vielleicht doch noch was werden. Und dann bin ich mit einem recht großen Selbstbewusstsein eine Woche später bei der CBU Tour Siebter geworden, wo auch, glaube ich, 6 World Tour Teams am Start waren. Das war dann für mich als KT-Fahrer eine ziemlich gute Leistung. Und dann war ich nach der CBU-Rundfahrt zu Hause trainieren. Ich kann mich noch recht gut erinnern, irgendwo auf der Schwäbischen Alb. Und dann ruft mich eine unbekannte Nummer an. Und dann halte ich an und gehe ans Telefon, aber das war so eine Gegend, wo eine total schlechte Netzabdeckung war. Und Ich werde noch auf die Schwäbische Alb zurückkommen ja, später. genau. Auf jeden Fall habe ich kaum was verstanden. Und ja, dann eine Stimme hat mich auf jeden Fall, hat irgendwas erzählt im Telefon und dann so nach einer halben Minute habe ich irgendwann gecheckt, Scheiße, das ist André Greipel. Und dann meint er auf einmal, ja, ich habe gesehen, du bist super gut gefahren und so weiter und so fort. Hast du einen Manager oder sowas mit höheren Teams? Und ich meinte, nee. Ja, wenn du willst, kann ich dir mal helfen, wenn du Bock hast. Also ich setze mich gerne für dich ein. Und da war ich natürlich extrem happy. Und dann hatte das recht schnell geklappt mit dem Kontakt zu Lotto. Das war schon nach ein, zwei Tagen, hat er mich zurückgerufen und meinte, ja, die haben schon Interesse. Und dann ging es auch noch um ein paar andere Teams. Und dann später war die Deutschlandtour, wo ich noch mitgefahren bin, so eine Art, ja, Entscheidungsrennen für mich auch. Also da musste ich auf jeden Fall gut fahren. Da war auch Lotto da und hat geguckt und so weiter und so fort. Aber das habe ich dann zum Glück einigermaßen gut hingekriegt und war für mich auch ein krasser Switch, weil mit dieser ganzen Profigeschichte hatte ich eigentlich total abgeschlossen, dass ich das überhaupt noch schaffe. Das war natürlich mein Kindheitstraum, aber eigentlich war das mental schon durch bei mir. Und ja, auf einmal war dann da die Möglichkeit da und die Deutschlandtour lief auch recht ordentlich. Ich konnte mich gut präsentieren. Ja, und dann hat es aber noch bis in November gedauert. Ich musste lange zittern. Irgendwie wurde der CEO von Lotto gefeuert in dem Zeitraum. Dann konnten auf einmal keine Verträge mehr unterzeichnet werden und lauter so Dinge. Geschichten, die der Radsport Ja, schreibt. ich musste sehr, sehr lange zittern und bin dann schlussendlich hat es dann doch geklappt und ich habe den Vertrag gekriegt. Das war, ja, war eine sehr schöne Erfahrung auf jeden Fall. Wie war dann für dich so die Umstellung von dem KT-Team in den PKT? Ja, War das ein großer, also war das für dich direkt Welten oder ging es eigentlich? Nee, also das waren schon, das ist natürlich der Wahnsinn. Wenn du da als Neoprofi reinkommst, auf einmal mit einem riesigen Teambus, alles extrem professionell, auch dieses Mindset, im KT-Bereich muss man ja sagen, dass für viele Leute das ein Ehrenamt ist.
Und dann bist du auf einmal in einem Team, wo jeder irgendwie einen Job zu tun hat. Also man spürt das direkt, auch diese Professionalität und natürlich auch, dass du auf einmal in einem Team fährst mit Fahrern, die ja in dem Sport schon so einigermaßen Legendenstatus haben, so Leute wie Thomas de Gent oder ja, dass du auf einmal mit denen da rumfährst, das war für mich schon, ist es immer noch, aber war es für mich am Anfang brutal, auch das einem irgendwie klar zu machen. So im ersten Moment war alles sehr surreal, muss ich sagen. Ja, ist ja dann doch auch irgendwie wichtig, dass du es irgendwie schnell für dich auch als Normalität in Anführungszeichen umsetzt. Ja. Weil du ja irgendwie, also so stelle ich es mir vor, also es ist ja dann dein Job ab da und der von allen und dann musst du einfach auch weiter performen. Bist natürlich wahrscheinlich nochmal drauf motiviert. Na klar, man ist dann natürlich nochmal super motiviert, nochmal zusätzlich, wenn man die Chance bekommt. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, als KT-Fahrer hat man ja auch sehr, sehr viel trainiert. Mhm. Ich denke, von den Trainingsumfängen kommt da sicher noch ein bisschen was dazu, aber jetzt nicht, das sind keine Welten. Also das sind vielleicht 10-20% mehr und man fährt halt noch die ganzen Rennen. Also, ich wollte gerade sagen, Renntage wirst du mehr haben. Genau, man fährt da sehr, sehr viel mehr Rennen. Ja, aber sonst, was jetzt den Trainingsalltag angeht, hat sich nicht wahnsinnig viel verändert. Das war eher auch der Inhalt? Also du hast ja wahrscheinlich auch einen Trainer vom Team bekommen? Nee, genau, den habe ich nämlich nicht gewechselt. Mhm. Ich durfte meinen Trainer behalten. Das ist bei Lotto freigestellt. Mhm. Einige Fahrer haben ihren eigenen Trainer, allerdings kann man sich auch vom Team trainieren lassen. Und in dem Jahr, wo ich zu Lotto gekommen bin, wurde sehr, sehr viel verändert. Also da gab es einen riesen Personalumschwung, angefangen beim CEO vom Team, der ausgetauscht wurde. Aber auch der ganze Trainerstab wurde ausgetauscht und Ernährungsberatung wurde ausgetauscht. Sportliche Leiter sind, glaube ich, größtenteils da geblieben, aber es hatte sich viel verändert auf jeden Fall. Scheint ja auf jeden Fall nicht schlecht gewesen zu sein. Nee, noch definitiv gerade, nicht. stabil am Performen. Du darfst gerne weiter erzählen, beziehungsweise super interessant. Du kommst dann da an. Jetzt hast du größere Rennen, mehr Renntage, hast ein bisschen mehr trainiert über den Winter, kommst da rein. Wie war der Einstieg? Der Einstieg, das würde mich auch interessieren. Der Einstieg war krass, weil ich als Bergfahrer, haben sie natürlich sofort in die kranken Klassikerrennen da, oder jetzt nicht krassen, aber ich durfte als erstes Bessège fahren, glaube ich. Mhm. Und davor noch ein Eintagesrennen in Marseille. Und das Ding war, das hat gleich mal angefangen mit 40 km/h Mittelwind, brutal schlechtem Wetter und ich war nur mit so Leuten, Jasper de Bois, Arnaud Deli, so die Klassiker-Fraktion praktisch vom Team, war ich vor Ort und im allerersten Rennen hieß es, glaube ich, wir fahren für Arnaud Deli und ich soll mal gucken, dass wir die Ausreißer kontrollieren. Und sie geben mir dann durch den Funk durch, wann ich losfahren soll, wenn die Gruppe gegangen ist. Also am Anfang musste ich natürlich gucken, dass nicht zu viele Fahrer wegfahren und so Sachen. Und nicht die falschen Teams in der Gruppe sind und so. Und dann halt, wenn mir das Zeichen gegeben wird, soll ich losfahren. Und dann haben sie halt gesagt, okay, fahr mal los. Und andere Teams werden schon dann auch noch kommen und dir helfen, Alpecin und so. Und dann hat sich leider herausgestellt, dass ich 3 Stunden alleine die Ausreißergruppe chasen musste. Das war dann mein allererstes Rennen. Ja, los, mein erster Tag. Das war schon mal praktisch ein All-Out. Effort für mich. Aber ich habe es hingekriegt, die praktisch konstant an der Leine zu halten. Es waren irgendwie 5 Leute. Und dann im Finale war ich natürlich komplett grau.
Und bin dann zwar ins Ziel gefahren, aber war out of time limit oder so. Also das war das erste Rennen und dann in Bessèges ging es weiter. Da war jeden Tag brutale Windkante und so weiter. Aber dann haben sie zu mir gemeint, ja, du hast es ja so super gut gemacht in Marseille, jetzt kannst du eigentlich gleich weitermachen. Wir fahren hier wieder immer von vorne im Feld. Und so hatte ich da dann auch noch mal einen Tag, wo ich praktisch den ganzen Tag alleine die Ausreißer gechased habe. Genau. Nee, und dann musste ich viel einspringen für andere Fahrer im Februar, glaube ich, letztes Jahr. Und dann hat sich irgendwann, bin ich dann ständig erkältet gewesen und dann hatte sich rausgestellt gegen März, April, dass ich irgendwie Borreliose hatte. Das war sehr, sehr komisch. Nachdem ich beim Jens Hinder war, dem Sportmediziner in Münster, der auch bei Track Teamarzt ist, da haben wir ein großes Blutbild gemacht, das kam dann raus und dann war ich erstmal einen Monat raus, musste Antibiotikum nehmen für einen Monat, konnte noch einigermaßen trainieren, aber das war dann so die erste, das war der Einstieg, der war schon ziemlich ruppig, würde ich sagen. Aber ja, im weiteren Verlauf war die letzte Saison, da gab es Höhen und Tiefen. Richtung Tour de Suisse war ich ziemlich gut drauf. Und dann im Sommer hatte ich wieder einen kleinen gesundheitlichen Setback nach dem Höhentrainingslager. Und dieses Jahr war es eigentlich ein sehr, sehr solider Einstieg bisher. Wie, also du hast jetzt ja schon ein, zwei Rückschläge gehabt, wie kommst du damit eigentlich so klar, mental gesehen? Also hast du da irgendwie für dich so Tools, um umzugehen? Ich meine, du hast ja schon gesagt, dass du eigentlich mit der Profikarriere abgeschlossen hattest und dann kam das irgendwie dann doch die Möglichkeit und dann jetzt mit den Krankheiten, jetzt steckst du ja auch im Vertragsjahr, glaube ich, oder? Genau, ja. Was immer Stress ist, also da kann man, glaube ich, auch schön reden, aber es ist immer eine scheiß Zeitpunkt, ja. Ja, ich versuche mir das auch schön zu reden und zu sagen, ja, andere Fahrer haben auch Vertragsjahr und Profis, also es ist halt immer Stress und für alle schwierig. Ich hatte damals, wo praktisch klar wurde, ich werde kein Radprofi mehr, hatte ich mich zu einem Sportpsychologen begeben, bei mir in Ulm, Markus Kretz. Und der hatte mir damals sehr geholfen, irgendwie mit der ganzen Situation fertig zu werden und praktisch diesen Abschluss damit auch zu finden. Gleichzeitig war es dann umso komischer, sage ich mal, für mich, dass es dann doch auf einmal geklappt hatte. Und ja, damals hatte ich schon zu ihm gesagt, so jetzt nach den ganzen Sachen, die mir in der U23 passiert sind und so, da wird mich eigentlich nichts mehr schocken. Da bin ich jetzt gut vorbereitet auf die Profikarriere. Aber klar, trotzdem ist es natürlich Stress. Vertragsjahr, da denkt man auch drüber nach und will unbedingt gut sein und dem Team zeigen, dass man gut ist und Ergebnisse einfahren und seine Chancen bekommen und so weiter und so fort. Ich meine, das ist ja klar. Aber hast du das Gefühl, dass Ergebnisse relevant sind oder ist es eher die Art und Weise, wie du selber dem Team helfen kannst, wichtig? Also jetzt ganz objektiv gesehen, jetzt nicht, ich weiß, wie so Verhandlungen aussehen, am Ende sagt er dann immer, ja hier, ne, bla bla bla, die Ergebnisse, aber am Ende ist ja wichtig, dass, keine Ahnung, Arno Delis ein Radrennen gewinnt oder jetzt die anderen beiden, wie heißen sie? Van Edfeld und Van Gils. Ja, genau. Die einfach gerade so krass rasieren. Genau. Ja, ja, ich denke mir, da spielen viele Faktoren definitiv eine Rolle. Natürlich wird es im Team auch honoriert, wenn du irgendwie gute Helferdienste leistest. Und natürlich spielen aber auch Ergebnisse eine Rolle. Ich meine, danach wird auch abgerechnet irgendwo. Was natürlich gut ist jetzt bei uns im Team, ist, dass der Trainerstab sehr auch auf so Leistungswerte und so schaut. Und das immer mehr zunimmt, habe ich das Gefühl. Also das war wohl so in der Vergangenheit eher kein Kriterium oder kein so großes Kriterium.
Und jetzt wird tatsächlich auch schon so bei der Nominierung geguckt, was hat der trainiert, wie war der im Training drauf, ist der gerade sehr fit oder so. Zum Beispiel letzte Woche wurde ich angerufen, da musste ich jetzt zur Katalonien-Rundfahrt einspringen. Wurde gesagt, ja, wir haben jetzt von allen Fahrern hier mal das Training analysiert und wir denken, du bist gerade die beste Option für die Katalonien-Rundfahrt, du bist fit. Und da bin ich auch im ständigen Kontakt mit den Trainern, deswegen denke ich, ist das so eine Sache, die einem vielleicht ein bisschen Druck nimmt, dass man auch weiß, dass das Team nicht nur irgendwelche Ergebnisse anguckt, sondern auch das Gesamtbild betrachtet, was macht der Trainer, was macht der Fahrer, wie ist der physisch gerade in Form und auch wie verhält er sich im Rennen. Ja, aber was steht dann bei dir jetzt noch an größeren Sachen in der ersten Saisonhälfte? Jetzt als nächstes fahre ich erstmal kleinere Rennen in Frankreich und dann eventuell Lüttich, das ist noch nicht ganz klar, da bin ich auf der Longlist. Und dann das große Highlight wird die Dauphiné-Rundfahrt. Und für mich persönlich habe ich noch Frankfurt so ein bisschen auf der Liste. Mal gucken, was da passiert, ob wir da vielleicht ein Rennen gewinnen können mit Arnaud, wenn er am Start steht. Und danach werde ich halt die Deutsche Meisterschaft fahren und erstmal die Sommerpause einlegen. Und ja, mein Ziel dieses Jahr ist, die Vuelta zu fahren. Und dann werde ich mich darauf vorbereiten und hoffen, dass sie mich mit hinnehmen. Wäre doch geil, erste Grand Tour. Genau. Vorher auf jeden Fall Ziel für die Deutsche Meisterschaft vor Paul Voss ins Ziel zu fahren. Ich kann mich tatsächlich erinnern, dass wir in Stuttgart vor 3 Jahren, glaube ich, war das, zu zweit über die Linie gefahren sind. Ja, ich glaube, genau, du bist einen Platz vor mir rein. So ja, glaub, du hast nämlich zu mir gesagt, ich darf den Platz haben. Das weiß ich noch. Paul Voss, so gönnerhaft. Nee, aber ich war tatsächlich auch vollkommen am Ende, am Schluss, bei dieser deutschen Meisterschaft. Das war wirklich hart damals. Ja, die war aber geil. Ja. Ich hab Bock gemacht. Ja, wir waren alle da. Für mich immer super interessant, so ein bisschen persönlichen, personellen Einblick auch in so Teams zu bekommen. Ja. Lotto Destiny jetzt definitiv hier so aus Deutschland für den geneigten Radsportfan nicht das zugänglichste Team. Ja. Jetzt gerade super erfolgreich, du bist drin. Jetzt, ich würde sagen, du bist doch der einzige Deutsche da, oder? Ja, aktuell ja. Letztes Jahr war ich noch mit Schwarzmann und Selig dort. Genau. Ja. Wer sind so die, jetzt mal, gehen wir vielleicht noch nicht gleich irgendwie so auf die Fahrer, wer sind so die Leute im Hintergrund, wie ist der Big Boss, wer regelt das Team, wer sind deine Ansprechpersonen? Ja, also beim Lotto-Team muss man wissen, das ist so organisiert, anders wie vielleicht andere Teams im Profiradsport, dass der Lotto-Gesellschaft Belgien das Team gehört. Und dementsprechend gibt es einen, das heißt Board of Directors, das ist praktisch der Aufsichtsrat, der kontrolliert das Team und der setzt dann einen CEO ein. Das ist aktuell der Stéphane Hulot aus Frankreich, auch ehemaliger Profi, der seit letztem Jahr eben Chef vom Team ist. Und der ist aber sozusagen Angestellter und nicht irgendwie der Big Boss, wie jetzt der Lefevre oder Ralf Denk oder so Leute, denen auch ihr eigenes Team dann sozusagen gehört. Und er ist ein ganz normaler Angestellter und leitet das dann sozusagen. Und dementsprechend, ich glaube, das ist auch ein Grund, dass Lotto schon seit, ich glaube, bald 40 Jahren existiert als Team. Dass es eben praktisch so halb staatlich organisiert ist. Weil die belgische Lotto-Gesellschaft ist ja ein Staatsbetrieb und. Ey, das ist ja wie bei Moni. Ja, eigentlich schon, ja. Der ist auch bei Lotto angestellt. Und so wird es sozusagen finanziert, ja. Krass, ja, seit 2000, äh, seit
2000, sag ich schon, seit 1985 gibt es das Team. Ja. Ist es das längste? Ich glaube, wir streiten uns mit Movistar, wer älter ist. Ja, also Banesto. Ich kann es gerade nicht sagen, ob wir es sind oder die. Es ist, glaube ich, auch nicht 100% klar, aber... Ich sehe, nachdem du fragst. Ausgefahren. Movistar 1980. Ja, okay. Andi hat es geklärt. Ich habe es geklärt. Ja, man kann es ja auch ganz klar nachgucken. Also. Naja, aber das ist ja, kommt doch, ist mal die, geht um die Betreibergesellschaft dann wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Genau. Doch, aber ich glaube, das ist schon... Ja, die Betreibergesellschaft von Lotto nennt sich Captains of Cycling. Seit 1985. Ich glaube nicht. Nee. Ja. Ich glaube, die haben den Namen schon mal geändert, oder? Ja, wen gibt es sonst noch so? Ja, Wie ist der so drauf? Hulot ist eher ein sehr, sehr ruhiger Typ, der sich nur im Hintergrund aufhält, keine großen Sprüche oder irgendwas lässt, die Präsentation sehr professionell abzieht. Ja, der große Boss, was das Sportliche angeht, ist Kurt van der Wouwer. Der ist der Sportdirektor, würde ich jetzt sagen. Ich weiß jetzt nicht die genaue Bezeichnung im Team. Und der hat diesen Job, glaube ich, auch seit letztem Jahr. Und der trifft praktisch dann in letzter Instanz, glaube ich, die Entscheidung, welcher Fahrer zu welchem Rennen fährt und solche Sachen. Ist aber auch ein eher ruhiger Typ, der jetzt nicht irgendwie groß auffällt. Und dann gibt es eben die sportlichen Leiter, Nicolas Maas, der ja bis vor ein paar Jahren noch Fahrer war bei Lotto. Der ist eher so für die Klassikerrennen zuständig und macht ja alle Rennen in Belgien, Flandern-Rundfahrt und so weiter und so fort. Sehr impulsiver Typ im Auto auf jeden Fall. Ich hatte auch schon die Ehre, mit ihm ein paar Rennen zu fahren. Und ja, andere sportliche Leiter sind Mario Arz zum Beispiel, der jetzt sehr viel diese ganzen Rundfahrten macht, auch Tour de France und Vuelta zum Beispiel. Und dann hat sich jetzt dieses Jahr relativ viel getan. Also sind sportliche Leiter gegangen, aber Dirk de Mol ist zum Beispiel gekommen. Mit dem konnte ich jetzt auf Mallorca zusammenarbeiten. Der ist schon etwas älter, aber hat auch eine wahnsinnige Historie von seinem Job her. War bei US Postal und so weiter und so fort. Und hat da alle möglichen Stories erzählt. Also, ja. Alle Stories oder nur die? Nur die offiziell. Die freigegeben werden. Nur die Jugendfreien. Genau, die Jugendfreien. Die nicht okay, Fahrer. Fahrer. Fahrerkollegen, wer sind deine Kumpels? Ja, also Kumpels sind eher so natürlich die Bergfahrer, mit denen ich am meisten zu tun habe. Cooler Typ ist auf jeden Fall Eduardo Sepulveda. Der fällt immer noch? Ja, der ist bei uns. Okay, krass. Ey, der auch so ein bunter Hund, ne? Also ich weiß nicht, wie er persönlich ist, aber der war ja auch schon ganz, ganz vielen verschiedenen Teams, ne? Und irgendwie immer mal richtig gut und dann manchmal auch nicht so gut. Aber ja, ja. Wenn der Form hat, ist der echt auch ein richtig guter Rennfahrer, ne? Ja, der hat viel Erfahrung, erzählt immer viele Storys und vor allem auch ein sehr ruhiger Typ, der dann aber ab und zu mal irgendeinen Spruch aus dem Nichts raushaut, der dann viele zum Lachen bringt. Mit dem bin ich auch zusammen ins Team gekommen und war die ersten Rennen oft auf dem Zimmer. Auf jeden Fall ein sehr angenehmer Zimmergenosse. Und dann natürlich Andreas Krohn, auch ein sehr sympathischer Typ, aber auch ein wahnsinnig ehrgeiziger Fahrer, der wirklich alles bis ins Detail plant und umsetzt und auch perfekt machen will, was das Training, die Ernährung und so weiter angeht. Da ist er manchmal auch ein bisschen schwierig, also was das Training oder so angeht, mit in der Gruppe fahren oder so.
Ja, genauso Van Eetveld, da würde ich sagen, der ist sogar noch eine Stufe krasser drauf, was die Professionalität angeht. Da muss wirklich alles bis ins kleinste Detail perfekt sein. Ja, und dann natürlich ein Fahrer, mit dem ich tatsächlich auch viel gefahren bin, ist Arnaud Delis. Der ist sehr lustig drauf, sorgt für viele Lacher am Tisch und so weiter. Aber wenn man ihn dann mal genauer beobachtet, merkt man doch, dass er auch extrem professionell arbeitet und alles bis ins Detail perfektioniert, was man im ersten Moment gar nicht so erwartet, also so denkt. Wenn man ihn beobachtet, ist es so ein Junge, der irgendwie mega viel Talent hat und irgendwie super gut ist. Aber wenn man ihn dann doch nochmal genauer guckt, was er so den ganzen Tag macht, merkt man schon, okay, der geht immer um 10 ins Bett, der macht seine Ernährung perfekt und der macht alles richtig, ist aber irgendwie trotzdem gleichzeitig super locker. Ja, aber ich finde, bei dem sieht man das jetzt gerade auch so ein bisschen, also wir wissen ja alle nicht so, was im Hintergrund abgeht. Ja. Der hat jetzt seine Rennpause eingelegt, aber ich finde, das zeigt schon auch die Reaktion im Rennen, die man so dann im Fernsehen sehen konnte oder im Internet, dass der, also die sind jetzt wahrscheinlich, die sind nicht professionell in dem Moment, aber du siehst schon den Ehrgeiz, ne? Also ich meine mir einzubilden, dass man merkt, dass er eine sehr hohe Erwartung an sich selber hat und dadurch ans Team auch, oder? Kann das sein? Ja, also bisher war es so, dass ihm alles sehr, sehr leicht gefallen ist, hatte ich zumindest den Eindruck. Und sicherlich, also ich denke, er kann damit sehr gut umgehen, glaube ich. Aber er hat natürlich jetzt auch einen großen Druck, weil er ist sehr, sehr jung noch. Ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, aber 21, 22 ist er, glaube ich, ungefähr. Und ist jetzt aber schon so praktisch der Topfahrer von Lotto. Und jetzt dieses Jahr wurde, glaube ich, geplant, dass er eigentlich bei den Klassikern richtig gewinnt. Performen soll. Ja. und auch zur Tour de France vielleicht geht. Das weiß ich nicht, wie da jetzt gerade der Stand ist. Aber auf jeden Fall hat er dieses Jahr schon eine Schlüsselrolle im Team. Und ja, jetzt hat er, glaube ich, relativ viel Pech gehabt in letzter Zeit. Er ist auch oft gestürzt. Und das war jetzt das, was ich mitgekriegt hatte. Aber ich bin mir sicher, dass er wahrscheinlich, also da finde ich auch die Reaktion vom Team richtig und gut, dass sie ihn jetzt erstmal rausnehmen. Weil ich kenne ihn auch ein bisschen, er ist sicherlich extrem ehrgeizig und da muss man ihn jetzt auch bremsen, bevor er da in der Klassiker-Kampagne irgendwie nichts mehr zustande bringt, dann total enttäuscht ist und so weiter und so fort, nimmt man ihn lieber raus, lässt ihn sich vernünftig wieder vorbereiten auf die nächsten Rennen und guckt dann, dass er da wieder gewinnen kann, hoffentlich. Wie ist Vermeersch so drauf? Der ist jetzt fast ein bisschen in den Hintergrund getreten, so dadurch, dass die anderen so gut waren. Sicher ein riesengroßes Talent, aber der hatte ja jetzt auch sehr viel Pech mit dem Oberschenkelbruch, den er hat gerade. Da hatte ich jetzt seitdem auch keinen Kontakt zu ihm. Ich denke, für ihn ist das jetzt natürlich ein extremer Schock gewesen und ein Rückschlag. Der ist auch ein Typ, der, wenn du den im Trainingslager beobachtest, ist sehr, sehr akribisch arbeitet. Und ja, ich denke, ja, der wird auch zurückkommen auf jeden Fall. Ich glaube, er ist auch im Vertragsjahr. Ich hoffe, dass er bleibt. Ist schon ein gutes Team, ne? Also sehr, sehr jung. Aber es sind schon irgendwie so drei Leute, die echt richtig Potenzial haben, ne? Auch über mehrere Jahre jetzt einfach auf sehr, sehr hohem Niveau zu fahren. Für in einem belgischen Team als Belgier. Ja, bei uns ist immer so, also letztes Jahr, wo ich reingekommen bin, wurde gesagt, okay, wir bauen jetzt so eine Art Rundfahrer-Bergfahrer-Gruppe auf, wo ich dann auch sozusagen reingerutscht bin, mit ganz jungen Fahrern im Prinzip, Van Giels, Van Eetveld, der Kron, ich, der Sepulveda, Silva Monique, der eigentlich auch ein sehr guter Fahrer ist,
Und weil das Team war ja in der Vergangenheit sehr auf Klassiker einfach ausgelegt, auf diese typisch belgischen Rennen. Und ja, man hatte, glaube ich, jetzt auch seit sehr, sehr vielen Jahren keinen guten Rundfahrer mehr im Team, der wirklich irgendwie bei der Tour de France mal in die Top 10 fährt oder so. Und ja, jetzt aktuell, letztes Jahr hat es so angefangen, dass wir dann als Gruppe sozusagen zusammenwachsen sollten, als Pendant zu der Klassikergruppe. Und langsam hat sich diese Gruppe eigentlich wirklich gut entwickelt. Also der Van Eetveld hat jetzt seinen ersten World Tour Sieg eingefahren mit der UAE Tour, wo ich auch dabei war. Das war wirklich unfassbar, was der da für Leistungswerte abgeliefert hat. Und wir mussten dem dann auch vor der letzten Etappe, wo er dann den Rundfahrtsieg perfekt gemacht hat, haben wir gesagt, du Lennart, geh nicht auf Etappensieg, sondern geh auf alles. Versuch die Leute so zu distanzieren, dass du die Rundfahrt gewinnst. Und da hat er dann gesagt, nee, das traut er sich nicht, nee, das ist doch dumm, das schafft er sowieso nicht und so weiter und so fort. Aber am Ende, es hat wirklich jeder gesagt, auch so Leute wie die Rent oder so, die viele Erfahrung haben, und dann hat er es tatsächlich geschafft. Und auch der Van Giels, ich weiß nicht, wie er es macht, aber er ist einfach in einer unglaublichen Form, gerade auch, was er bei Strade abgezogen hat. Sieht auf dem Rad auch sehr unscheinbar aus, wenn du mit dem trainieren fährst, aber hat ein Standgas, jeden Berg über 300 Watt im Schnitt, 6 Stunden, 7 Stunden. Also das ist schon krass, was die einfach physisch auch langsam imstande sind zu leisten. Und man muss auch sagen, dass die halt zum Großteil alle aus dem Lotto-Nachwuchsteam kommen. Da wurde schon sehr, sehr gute Arbeit betrieben. Ja, ich habe das Thema ja auch schon öfters, ja. Dass halt jetzt endlich der Zeitpunkt gekommen ist, wo man merkt oder das Gefühl hat, dass das Profiteam in der Lage ist, die Früchte auch mal irgendwie zu ernten. Und das haben sie sehr gut gemacht. Van Giels und Van Eetveld wurden jetzt vor kurzem sofort verlängert, nachdem man gemerkt hat, die werden jetzt das richtig gut. Und ja, ist, denke ich, auch gut, dass man nicht irgendwie die zwei Talente jetzt verliert. Wenn man sie schon selber ausgebildet hat, sollte man sie auch behalten. Und Van Eetveld hat, denke ich, also ich weiß es jetzt nicht genau, aber für die Zukunft auch vor, bei großen Rundfahrten auf Gesamtwertung zu fahren. Deswegen ist das, glaube ich, auch so eine Art Projekt, was letztes Jahr gestartet ist und sich da sehr gut entwickelt. Und jetzt aktuell sieht es ja bei den Klassikerfahrern nicht so gut aus. Da können wir froh sein, dass jetzt die Rundfahrerriege sozusagen abgeliefert hat in den letzten Rennen. Ja, aber das ist ja eigentlich auch positiv für dich, ne? Weil das heißt ja, das erhöht dir auch deine Chancen, dass es da für dich auch dann einfach über die nächsten Jahre im Team weitergehen könnte. Genau. Wenn die eh schon dran arbeiten, so eine Gruppe zusammenzuschweißen, ja, die irgendwie auch zusammen wachsen. Du bist ja auch noch jung, ne? Von daher. Ja, ich bin jetzt nicht mehr super jung, aber ich bin. Ja, gut, 25, ne? Du bist jetzt auch nicht. Ich bin halt auch erst Neoprofi und ich sag mal, meine Entwicklung ist vielleicht, obwohl ich jetzt schon 25 bin, trotzdem noch im Anfangsstadium, hoffe ich zumindest, weil ja einfach auch über die Profijahre immer mehr an Trainingskilometern, Rennkilometern zusammenkommt. Du brauchst definitiv eine Grand Tour. Ja. Für die Entwicklung auch. Und ja, klar, da ist mein Ziel, mich in der Gruppe natürlich zu etablieren, da dabei zu sein. Und da würde ich mich auch freuen, wenn ich zum Beispiel Lennart oder Maxim da unterstützen kann, die ja wirklich das Potenzial haben, auch bei ganz großen Rennen ganz, ganz vorne zu landen. Noch eine kurze Frage so an dich. So diese wirkliche High-End-Professionalisierung in deinem Leben, in deiner Arbeits- und Trainingsweise, wie weit ist das schon bei dir angekommen, wo du jetzt sagst, du bist 25, aber du hast noch Potenzial, dich zu entwickeln und so weiter. Wie viel ist da schon Höhentraining,
oder ein Höhenzelt oder irgendwas dergleichen? Was machst du noch mit Ernährung und so weiter? Wie sieht es da bei dir aus? Ja, das ist bei mir auch so gewesen. Ich bin jemand, der sehr viel beobachtet auch, wie so Abläufe sind im Team. Und es gibt halt in so einem Profiteam Fahrer, die zum Beispiel jetzt, was die Ernährung angeht, alles tracken, von jedes Gramm, was gegessen wird, wird irgendwie aufgeschrieben. Bis zu Leuten, die sich da überhaupt keine Gedanken machen, denen das zumindest gefühlt von außen vollkommen egal ist, was sie essen. Und ja, da habe ich auch viel irgendwie so geguckt, mich an anderen Fahrern orientiert. Wir haben jetzt seit letztem Jahr, was die Ernährung angeht, Ernährungsberater, die uns, wenn wir wollen, einen ganzen Kochplan machen, von morgens bis abends, auch im Training, wo du dich dann da 100% dran orientieren kannst, wo dann auch die Kilojoule aus der Trainingseinheit zum Beispiel mit einberechnet sind und so weiter und so fort. Ja, ich für mich habe probiert, da so eine Art Mittelweg zu finden, weil ich finde weder das eine Extrem noch das andere Extrem gut. Man muss es schon irgendwie aus meiner Sicht noch schaffen, so ein bisschen, wie soll man das sagen, menschlich zu bleiben. Und ja, ich persönlich versuche natürlich schon immer professioneller zu werden, aber ich versuche auch nicht zu sehr zu verkrampfen. Also ich versuche da immer noch so einen gewissen Blick von außen auf mich selbst irgendwie zu behalten, dass ich auch merke, wenn ich, sage ich mir mal, mich zu sehr in Dinge reinsteige, dass ich dann auch feststelle, okay, das ist jetzt alles ein bisschen zu viel, weil ich auch Fahrer kennen, die dann sozusagen so ein bisschen ja in so Burnouts oder wie auch immer man das bezeichnen will, dann reinrutschen und dann irgendwann sagen, okay, nee, das ist jetzt alles zu viel. Sind wir schon bei Höhe gewesen? Höhe waren wir noch nicht, ne? Das ist, da hake ich nochmal nach, weil am Ende glaube ich so aus meiner Wahrnehmung, wenn du als Bergfahrer irgendwo da performen willst, wo du performen musst gegen die Konkurrenz, die es da so gibt in der World Tour oder im PKT in den großen Rennen, glaube ich, musst du auf jeden Fall die Schraube irgendwann drehen. Ich glaube, du brauchst auf jeden Fall, ist jetzt gar nicht auf dich bezogen persönlich, sondern man braucht definitiv auch eine Grand Tour und diese 3 Wochen Berge fahren, um die Entwicklung da beurteilen zu können. Wie siehst du das? Höhe ist so ein Thema, das ist immer schwierig zu sagen, ob es was bringt oder nicht. Höhenzelt machen viele. Bei mir im Team sind jetzt einige, die auch so eine Art Höhenkammer sogar haben zu Hause. Ich persönlich habe das natürlich schon alles ausprobiert. Höhenzelt, Höhentraining. Und ich muss sagen, Höhenzelt, da glaube ich persönlich nicht dran, dass es ein Performance-Enhancer ist, also was bringt. Aber ja, ich habe da auch immer mal wieder die Diskussion mit meinem Trainer drüber, der ist da eher ein Verfechter von. Höhentraining hat bei mir teilweise was gebracht, in manchen Jahren, in anderen Jahren eher weniger. Da muss man, ja, müssen wir auch nochmal analysieren, was jetzt vielleicht irgendwie die Gründe waren. Das ist dann auch im Nachhinein oft schwierig herauszufinden und ja auch oft auch vom Gefühl abhängig. Manchmal fährt man ja auch ein Rennen gut und dann könnte das Höhentraining der Grund sein, aber vielleicht auch einfach ein anderer Grund ausschlaggebend. Deswegen ist es immer schwierig herauszufinden. Und aktuell ist ja der Trend bei den Topfahrern, dass die eher weniger Rennen fahren und so viel ins Höhentrainingslager gehen, wie es nur irgendwie möglich ist. Gefühlt sind manche Fahrer zwischen jedem Rennen im Höhentrainingslager und gar nicht mehr zu Hause. Das ist für mich aktuell nicht möglich, weil ich auch einfach von der Renndichte nicht die Möglichkeit habe, so viel ins Höhentrainingslager zu gehen. Die Topfahrer können natürlich sagen, okay, ich fahre das Rennen, das Rennen, das Rennen. Ich gehe da ins Höhentrainingslager.
Da sind Fahrer wie ich, die da oft in der Helferrolle sind, das geht, können das nicht bestimmen, dann musst du da wieder für jemanden einspringen oder da. Und dann sind diese Sachen eher nicht planbar. Aber aktuell ist für mich ein Höhentrainingslager im Juli geplant. Und ich denke, bei uns, wenn es auf Grand-Tour-Vorbereitungen zugeht, wird auch immer ein Höhentrainingslager für alle Fahrer nochmal eingeplant, die bei der Grand-Tour teilnehmen. Jo. Okay, meine letzte Frage. Wer ist dein verrücktester Teamkollege und warum ist es Viktor Campenaerts? Erzähl uns nochmal was über ihn. Ja, da hast du die Frage ja schon beantwortet. Nee, das hätte ich jetzt auch natürlich so gesagt. Ja, Viktor ist super verrückt. Der hat der versucht sehr, sehr viele wissenschaftliche Dinge herauszufinden und testet extrem viel, was Reifen, Laufräder, Fahrräder und so weiter angeht. Da greifen wir auch oft drauf zurück. Also wenn wir irgendeine Frage haben, ist das Trikot schneller als das? Ist der Helm gut? Ist die Brille gut? Was bringen Aerosocken oder sonst was? Da fragt man immer als erstes ihn und er kann dir das dann sofort beantworten. Allerdings wird auch oft scherzhaft von Campi Science bei uns im Team gesprochen. Also nicht alles, was er erzählt, ist glaubhaft manchmal. Und der ist ja schon auch relativ verrückt, was er macht. Also er steht oft irgendwie vor Rennen morgens um 4 auf, macht dann sein Warm-up-Programm mit irgendwelchen speziellen Intervallen auf der Rolle oder so, um sich dann fit zu machen fürs Rennen. Da ist er schon oft sehr speziell, was so Dinge angeht. Wie, okay, aber die Mechaniker, ne, haben die mittlerweile einfach schon quasi aufgegeben, also abgeschlossen mit dem Thema und lassen ihn einfach machen, oder? Nee, also ich glaube, da gab es auch letztes Jahr einige Konflikte, wenn es darum ging, dass er andere Schaltsysteme zum Beispiel fährt, als vom Sponsor ausgegeben. Und es dann alles nicht funktioniert hat. Also da gibt es auch schon öfters Konflikte, dass irgendwie gesagt wird, okay, Campi, jetzt das geht leider nicht. Jetzt musst du wieder zurück auf unser Setup. Aber ich denke, das Team, das schätzt das auch wert, dass er sich da so viel Gedanken macht und auch so viel testet, was das Material angeht, weil das natürlich schon auch ein Vorteil ist für die gesamte Mannschaft, wenn man darauf zurückgreifen kann, auf das Wissen, was er sich auch aneignet. Campi Science, das würde ich mir merken. Alter, morgens um 4 aufstehen als Warm-up für ein Radrennen, ey. Ja, direkt aus dem 10.000 Meter Höhenzelt. Ey, Junge, Junge, Junge. Ja, das macht er, glaube ich, mittlerweile nicht mehr, wenn ich richtig informiert bin, dass er auf 8.000 Metern im Höhenzelt schläft. Erstmal den Morgen begrüßen vom Mount Everest um 4 und dann geht's los. Da würde ich mich echt fragen, ne? Hat er schon mal probiert, das einfach alles wegzulassen und einfach mit den Sachen an den Start zu gehen, die er auch fahrt und einfach ganz normal aufzustehen? Einfach sich den Stress nicht zu geben. Ja, genau. Aber das ist halt so, weil Leute so Habits haben, ne? Da kommst du auch nicht mehr raus. Ja, also halt kennst, ein bisschen kennst du das ja auch, Paul. Ja, klar. Ey, du. Aber, also, aber da bin ich bisschen Stress muss schon sein. Ja, aber da bin ich ganz weit von entfernt. Dass ja, ich morgens um 4 aufstehe. Wir haben oft so Diskussionen am Tisch irgendwie. Oft bei den Rennen, wo ich jetzt am Start bin, ist ja Campi nicht am Start. Und dann wird gesagt, ja, was fährst du morgen für einen Anzug? Ja, ich fahre den und den Aero-Suit. Und dann wird gesagt, ja, aber Campi meinte, der Suit ist schneller. Und das sind dann oft die Diskussionen, wenn es irgendwie um Material geht, dann wird immer gesagt, ja, was hat Campi gesagt dazu? Und wer es dann nicht glauben will, der sagt dann, ja, Campi Science. Es muss auch nicht immer stimmen. Okay, sehr gut. Alright. Das war eigentlich die Top-Insight, die wir haben wollten. Ja. Ja, ich glaube, im Hintergrund stehen schon einige Essen auf dem Tisch. Ich glaube, bei Andi und mir.
Auf jeden Fall. Na, ihr habt's gut. Ich muss allein in die Küche gehen jetzt und da noch irgendwas schnippeln. / warm machen, ja. Aber ich bedanke mich erstmal, Johannes, für deine Zeit. Und, danke auch. Ja, danke dir. Wir bleiben dran. Auf jeden Fall spannend. A, Projekt, Mannschaft. B, du in der Grand Tour-Riege in der zukünftigen. Und C, das große Battle bei der deutschen Meisterschaft gegen Paul Voss. Aber diesmal lasse ich dich nicht einfach vor. Okay. Wir sehen. Wir werden es sehen. Aber du bist auch motiviert. Ich bin heiß wie Frittenfett. Okay. Du könntest Viktor Campenatz mal fragen, welche Laufräder Fossi bei der deutschen Mannschaft fahren soll. Nee, ich bin richtig heiß auf die Deutsche. Ich habe jetzt gerade nur ein bisschen Angst, dass ich gerade denke, ich kann auf jeden Fall starten, weil ich bei der Bundesliga gemeldet bin und daher kommt irgendwas, was das verhindert. Nee, aber dann Einzelstarter werden doch vom BDR, wenn sie gut sind, zugelassen. Ja, aber ich weiß nicht, ob du den Podcast ja schon mal gehört hast. Ja, aber ja, vielleicht habe ich ja noch ein, zwei Leute beim BDR, die mich zumindest neutral ertragen können und mich dann starten lassen. Aber ja, ich hoffe, wir sehen uns da und können uns gemeinsam ein Duell liefern gegen die anderen. Ja, das wäre schön. Wenn wir ganz vorne landen würden, da wäre ich auch zufrieden. Team Aubert. Ich hab dich jetzt. Ah, stimmt, wir fahren ja beide Aubert. Deswegen weiß Viktor Campenatz auch, welches Rad du fahren musst. Und Laufräder. Ey. Da machen wir echt Team zusammen. Hey, gib Nummer. Ich hab die sogar. Ohne Scheiß, ich habe Viktor auch schon eingeladen. Der hat eigentlich auch schon Ja gesagt gehabt, hat mich dann aber geghostet bei der zweiten Anfrage. Oh. Da muss ich ja nochmal ansprechen, Gruß. Wenn ich ihn wieder sehe. Genau. Mach ich. Ja. Sehr gut, danke dir für deine Zeit. Und wir sehen uns bei der DM. Bei der Deutschen. Genau. Yes. In deinem Heimatbundesland. Ja. Einmal kurz über den Teich oder... Einmal über den Fluss schwimmen und dann bin ich da. Ja, genau. Super. Alright. Bis dann. Danke. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.